Erkrankungen zu überstehen, aber kann sie mir auch helfen, später in der Demenz zu enden oder nicht dieses Schicksal zu erleiden. Es zeigt sich auch dieses Problem, wenn Sie beobachtet haben in Ihrer Familie, was es bedeutet, so einen Demenzkranken zu betreuen, was ja dann meistens die Frauen machen, bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit. Das ist eine enorme Leistung, die ja gar nicht so dann in der Gesellschaft auch gewürdigt wird, obwohl dadurch auf der anderen Seite ganz simpel gesagt viel Geld gespart wird. Bei allen diesen Problemen stellt sich natürlich die Frage, und darum sind Sie hier, nehme ich an, wie weit ist denn die Wissenschaft bei dieser Erkrankung? Und das wollen wir Ihnen im Folgenden darstellen. Zwei Vorbemerkungen wollte ich machen. Erstens, diese Serie heißt Faszination Forschung. Sie ist nicht dazu da, Ihnen das gesamte Spektrum der Demenzerkrankungen aufzuzeigen im Sinne einer Fortbildung oder im Sinne eines Lexikons, sondern die Veranstaltung dient dazu, Schwerpunkte, die hier Forscher in der Klinik oder im Klinikum mit dieser Erkrankung betreiben, Ihnen darzustellen. Also Forschungsprojekte, wo wird, an was wird hier im Klinikum gearbeitet? Und wir haben heute zwei Experten aus der Psychiatrie, Professor Fahrenholz, ich darf sagen Psychiatrie, Sie werden ja noch genau vorgestellt, und Professor Fellgiebel, die nun ihre Forschungen zum Thema Demenz vorstellen. Wir machen dann am Ende einen weiten Bogen in den Sozialbereich, in den Kunst, und Herr Pitz, den ich auch hier herzlich begrüße, hat eine Ausstellung zusammengestellt über Bilder von Demenzkranken. Kunst drückt ja aus, macht Eindruck im weitesten Sinne, ist kreativ. Und die Frage, oder Herr Pitz ist der Frage nachgegangen, was können denn Demenzkranke kreativ leisten an Bildern, was drücken sie aus? Und wir sind sehr gespannt auf dieses Ergebnis. Ja, das wäre die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung ist etwas Organisatorisches. Sie sind hier, um etwas zu erfahren, um Ihre Fragen beantwortet zu bekommen, und sollen im Grunde nach Hause gehen mit dem Gefühl, ich habe etwas gelernt oder es war zumindest interessant. Dazu brauchen wir ein gewisses Regelwerk, damit alle drankommen, würde ich sagen. Zunächst lassen wir die Referenten sprechen, ihren Vortrag, und wir werden sie nicht unterbrechen und keine Zwischenrufe machen. Es ist ja hier keine Wahlveranstaltung, sondern eine Informationsveranstaltung. Und damit viele die Fragen stellen können, sollten Sie dann möglichst kurze Fragen stellen. Das ist nicht gegen Sie persönlich gemeint, aber damit eben viele die Zeit haben und den Zeit eingeräumt wird. Wir wollen ja nicht bis Mitternacht hier tagen. Also kurze Fragen. Warten Sie, bis Sie das Mikrofon haben, damit die anderen auch Ihre Fragen mithören. Denn oft ist es so, dass sie sagen, ja, das habe ich mir auch gedacht, das ist eine gute Frage. Und darum sollen die anderen auch die Fragen hören. Dann kriegen sie eine Antwort. Und so machen wir dann weiter. Wenn die Zeit kurz ist, würden wir die Fragen sammeln und vielleicht am Schluss dann durch die Experten beantworten lassen. So viel zum organisatorischen Ablauf. Ich hoffe, Sie können dem zustimmen, damit wir glatt und ohne Hürden durch den Abend kommen. Und damit darf ich Ihnen den ersten Referenten vorstellen. Es ist Professor Fellgiebel. Er hat Medizin studiert, und Medizin nicht nur, sondern auch in guter Tradition. Philosophie. Sie wissen, dass früher die Mediziner ein Philosophikum machen mussten. Erst Virchow, der Naturwissenschaftler, hat das dann abgeschafft, und seither machen wir ein Physikum. Aber früher hatte man Philosophie studiert, und in dieser Tradition hat Herr Fellgiebel also Medizin und Philosophie studiert. Dann kam so eine gewisse, vielleicht Orientierungsphase, wenn ich das von außen sagen darf, neurologische Tätigkeiten in Nürnberg und in Darmstadt, bis er dann 2001 hier an die psychiatrische Klinik kam. Dann ging es so eigentlich Schlag auf Schlag. Wir würden sagen, er hat Karriere gemacht, aber wir sollten das nicht leichtfertig sagen. Es ist harte Arbeit. Also Facharzt für Neurologie, Facharzt für Psychiatrie, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Habilitation, Oberarzt, leitender Oberarzt. Und der letzte Schritt war, wenn ich es richtig sehe, eine Professur für
degenerative Gehirnforschung, also unser Thema degenerative Erkrankungen am Gehirn. Und da diese degenerativen Erkrankungen ja oft mit einem Gedächtnisverlust einhergehen, die Erinnerung geht verloren. Und dann fragt man sich natürlich, was ist ein Leben ohne Erinnerung? Also ist Herr Feigiebel auch Leiter der Gedächtnisambulanz an der psychiatrischen Klinik. Er ist nicht der Frage nachgegangen, was führt zu einer Demenz, sondern er hat die Frage bearbeitet, kann man ihr vorbeugen? Kann man vielleicht die Widerstandsfähigkeit des Gehirns stärken, damit diese Demenz erst gar nicht auftritt? Das ist die Frage, die wir an Herrn Feigiebel stellen. Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Jetzt geht's. Jetzt kann man mich verstehen. Ja, vielen Dank, Herr Professor Junginger, für die sehr schöne Einführung. Ich freue mich, dass so viele heute hier sind und die Vorträge hören möchten. Es ist eine Gratwanderung für uns, weil fundiert und allgemeinverständlich gleichzeitig zu sein, ist immer schwierig, weil entweder man ist zu allgemeingültig, zu seicht oder es geht direkt zu viel in die Tiefe. Aber der Schwerpunkt oder das Thema, wie schon gesagt, ist ja Forschung hier. Das heißt, wir würden Sie insofern ein bisschen stressen wollen, als wir ein ganz klein bisschen in die Forschung reingehen. Also was wird heute geforscht? Was machen wir hier eigentlich für Forschung? Wir haben einen guten Mix. Also ich fange jetzt an mit klinischer Forschung, das heißt eher am Patienten, Patientenuntersuchungen. Und Herr Professor Fahrenholz wird dann zu den Grundlagenforschungen, das heißt dem molekularen Verständnis von Demenzerkrankungen, spezifisch der Alzheimer-Demenz, sprechen. Der Titel meines Vortrages, Altern und Alzheimer, den habe ich jetzt nicht wegen Herrn Assauer gewählt, weil es gibt ja auch andere Demenzerkrankungen. Aber Sie sehen jetzt gleich, das ist die erste Folie, warum das Problem Alzheimer so groß ist in unserer Gesellschaft. Hier sehen Sie die verschiedenen Formen, die es gibt der Demenz. Demenz ist ein Zustand, in dem die geistige Leistungsfähigkeit und andere kortikale Funktionen so weit abgebaut haben im Alter, dass man im Alltag Probleme bekommt. Das ist die Definition. Das heißt, Probleme der Alltagsbewältigung aufgrund von Veränderungen der kognitiven Leistungsfähigkeit, aber auch anderer Funktionen. Und die Alzheimer-Demenz hier mit etwa 55% ist mit Abstand die häufigste Form. Wenn man die gemischte Demenz dazu nimmt, das wären die Formen, wo eine Alzheimer-Pathologie vorliegt, plus Durchblutungsstörungen des Gehirns, also vaskuläre Veränderungen, haben wir etwa 70%. Also Sie können davon ausgehen, dass heute etwa 70% der Demenzfälle Alzheimer oder Alzheimer plus Durchblutungsstörungen sind. Bei den Menschen, die nach dem 70. Lebensjahr eine Demenz entwickeln, langsam fortschreitend und wo Vergesslichkeit eine Rolle spielt, ist es in den allermeisten Fällen eine Alzheimer-Erkrankung. Deswegen das Thema, deswegen ist das das Problem. Wir werden Gott sei Dank immer älter. Aber wie eben schon angedeutet, wenn man alle über 80-Jährigen nimmt, ist die Häufigkeit der Demenz in dieser Gruppe etwa 20%. Also jeder Fünfte über 80 hat eine Demenz. 20-30% der Erkrankungen werden nicht diagnostiziert. Das ist bei uns so. Das hat auch nichts mit der Schwere der Erkrankung zu tun, also dass die leichten nicht diagnostiziert werden. Das gilt für alle Schweregrade. Das heißt, die Sensibilität für die Erkrankung ist immer noch so, dass man eher nicht diagnostiziert. Es gibt die vaskuläre Demenz, das sind die Durchblutungsstörungen, die Schlaganfälle etwa, die dazu führen, dass eine Demenz auftritt. Und dann möchte ich nur noch hier drauf eingehen, dass es eine Reihe von sonstigen Formen gibt. Das sind etwa 170 verschiedene Erkrankungen, die auch zu einem demenziellen Syndrom führen können, die zum Teil reversibel, das heißt behandelbar sind. Und das ist jetzt das Erste, was ich Ihnen mitgeben möchte aus dem Vortrag. Wenn Symptome einer Demenz auftauchen, wie das genau aussieht, komme ich gleich noch mal zu, sollte man sich untersuchen lassen, weil es besteht eine Möglichkeit, dass es eine behandelbare Form ist. Und es wäre sehr schade, wenn man selber oder andere denken, es wird ja wahrscheinlich Alzheimer sein, weil 70% der Fälle sind ja Alzheimer und man eine behandelbare Form übersieht. Ich werde Ihnen ein Beispiel auch dafür nennen. Das heißt, es gibt eine große Gruppe und Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Schilddrüsen, Stoffwechselstörungen, also Hormonstörungen, andere Erkrankungen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen kann, vielleicht nachher bei Ihren Fragen, können auch zu einer Demenz oder zu einem demenziellen Syndrom führen. Wenn man das frühzeitig
frühzeitig erkennt, kann man es behandeln und die Menschen können wieder gesund werden. Die Geschichte der Alzheimer-Erkrankung ist, ich muss das jetzt mal zugeben, obwohl das mein tägliches Brot ist, keine Erfolgsgeschichte bis heute. Ja, Alzheimer hat schon 1906 die Alzheimer-Erkrankung beschrieben. Er hat Gehirne von Patienten untersucht. Das ist hier Auguste D. Das Bild hat der ein oder andere von Ihnen schon mal gesehen. Das ist ein Foto, was Alzheimer selber angefertigt hat, als er in Frankfurt in der Anstalt für Irre und Epileptische, so hieß das früher, als einziger Assistenzarzt mit 100 Patienten, ich weiß nicht, ob Assistenten hier sind, die das vielleicht auch mithören, gearbeitet hat und ein paar Fälle hatte in den folgenden Jahren dieser Art. Und das war eine Demenz, die sehr früh aufgetreten ist. Auguste D. war 51 Jahre alt, als sie schon eine deutliche oder eine schwere Demenz hatte. Alzheimer hat das beschrieben als präsenile Demenz. Der Begriff senile Demenz, das Senium ist ja so das letzte Lebensabschnitt. Der Begriff der senilen Demenz war damals auch schon bekannt und ist dann so ein bisschen auch in die Nomenklatur eingegangen bei uns, wie, ich sage das jetzt mal ganz lax, je oller, je doller. Also die senile Demenz ist die normale Demenz. Wenn man nur alt genug ist, kriegen wir alle eine Demenz. Aber Alzheimer hat die präsenile Demenz entdeckt. Also Menschen, die eigentlich in einem Alter sind mit 51, wo man jetzt nicht erwarten würde, dass man eine Demenz bekommt. Das hat was mit der die Geschichte sozusagen der Rezeption der Alzheimer-Krankheit auch was damit zu tun. Ich komme gleich noch mal darauf zurück. Hier hinten im Hintergrund sehen Sie die erste Bildgebung bei Demenz. Ja, also die Patienten, man hatte überhaupt keine Möglichkeit, Diagnostik zu machen, also kausale Diagnostik, also was steckt eigentlich dahinter in dieser Zeit, weil es gab überhaupt keine diagnostischen Möglichkeiten, es gab kein Labor, es gab keine Bildgebung, kein CT, kein Kernspin. Das heißt, man hat nach dem Tod die Gehirne der Patienten seziert und hat geschaut, welche Veränderungen haben sich ergeben. Das ist natürlich jetzt nicht gut für Frühdiagnostik, weil man die Patienten eigentlich erst untersuchen kann, wenn der Fall schon gelaufen ist. Ja? Aber spielt eine relevante Rolle, weil erst in den 70er Jahren kam die Computertomographie. Das heißt, seit 1971 haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, bei einem Lebenden uns anzuschauen, wie das Gehirn aussieht. Und die Kernspinuntersuchungen, das MRT, hat sich erst in den 70ern so langsam entwickelt. Bei der Alzheimer-Erkrankung, da kommen wir später noch mal genauer drauf, gibt es Plaques, also Ablagerungen im Gehirn, die auch dazu führen, dass diese Erkrankung oder ein wesentlicher Punkt ist, dass die Erkrankung dann sich entwickelt. Und die Darstellung von diesem Amyloid im Gehirn durch Bildgebung ist erst seit 2003 überhaupt möglich. Das heißt, wir können im Grunde erst seit 2003 den Keyplayer, wenn ich das jetzt mal auf Englisch sagen darf, oder einen ganz wesentlichen Mechanismus der Erkrankung beim Lebenden überhaupt erst darstellen. Ein weiterer interessanter Punkt ist, erst in den 70er Jahren ist die Alzheimer-Erkrankung überhaupt in unsere Klassifikationssysteme aufgenommen worden und früher als präsenile Demenz. Das heißt, Alzheimer war am Anfang für die Mediziner die Demenz, die ihn früh anfängt, und die andere Demenz war eher die senile Demenz, für die man sich nicht so interessiert hat. Jetzt ist es aber so, dass bei der senilen Demenz die meisten Formen Alzheimer-Formen sind, weil das sind die sporadischen Formen, das heißt, das Alter ist der Hauptrisikofaktor. Je älter wir sind, und das ist jetzt mein Thema für meinen Vortrag, desto größer, hat einer Telefonanruf, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Alzheimer-Demenz bekommen. Das sind die sporadischen Fälle. Die jungen Fälle, also die Auguste D., sind genetisch bedingte Fälle. Ja, genetisch bedingte Fälle, das ist das Zweite, was Sie jetzt lernen können, wenn Sie sich nicht auskennen mit der Erkrankung. Autosomal dominant, das heißt 50% der Nachkommen kriegen die Erkrankung, wenn der Vater oder die Mutter das hat, sind frühe Fälle. Das heißt, die Patienten sind vor dem 60. Lebensjahr schon dement. Wir haben eine Patientin gehabt, die war 41 mit einer Alzheimer-Demenz. Das sind frühe Fälle, die diese pathologischen Veränderungen auch exzessiv bilden und dann sehr früh schon eine Demenz entwickeln. Die Fälle, um die es uns jetzt geht und vor der Sie vielleicht Respekt haben, dass Sie möglicherweise auch sie entwickeln könnten, das sind die sporadischen Fälle. Und die fangen eigentlich erst ab dem 70. Lebensjahr an. So, hier.
So sah das 1974 aus. Das ist sozusagen aus der ersten CT-Studie, die veröffentlicht wurde, ein CT. Sie würden sich jetzt heute keine Kamera kaufen, die so eine Pixelung hat. Also eine sehr schlechte Aufnahme. Man kann da das Gehirn im Grunde gar nicht sehen. Das Einzige, was man sehen konnte, waren die Ventrikel, also die Hirnwasserkammern. Das ist das Schwarze hier. Die hat man ausgemessen, hier A, B, und hat festgestellt, dass bei den Demenzpatienten die Ventrikel größer sind. Sprich Atrophie, die Gehirne schrumpfen. Das ist das, was man 1974 konnte. Und das ist ja jetzt so lange noch nicht her, wenn man an Alzheimer-Zeiten denkt. Das ist heute, das ist ein 1,5 Tesla Kernspin, also Bilder davon. Das ist eine Standarduntersuchung. Also das ist jetzt nichts Besonderes und hat keinen hohen wissenschaftlichen Anspruch. Aber Sie sehen schon hier im Vergleich, dass die Auflösung eine ganz andere ist. Das ist hier von einem Alzheimer-Patienten, der hier, das ist sozusagen der linke Temporallappen, also links ist im Kernspin rechts, der hier eine leichte Atrophie hat, wahrscheinlich im Bereich des Hippocampus. Man könnte da vermuten, dass es sowas mit einer Atrophie oder mit einer Degeneration zu tun hat. Das ist das, was wir heute routinemäßig, also bei jedem niedergelassenen Radiologen, wo sie hingehen, kriegen sie Kernspinbilder in dieser Qualität. Was wir heute auch können, ist, das ist ein 4-Tesla-Gerät, also ein Kernspingerät mit einer größeren Stärke, was nicht routinemäßig vorgehalten wird. Hier sehen Sie eine Zielaufnahme aus dem Hippocampus. Der Hippocampus ist die Region im Gehirn, die bei Alzheimer als erste oder mit als erste betroffen ist. Alle Informationen, die in unser Gedächtnis kommen, also die wir auf unsere Festplatte schreiben, müssen über den Hippocampus. Und wenn es hier eine Funktionsstörung gibt, ist der Mensch nicht mehr in der Lage, neue Informationen abzuspeichern. Was auf der Festplatte drauf ist, bleibt drauf. Das ist anfangs überhaupt nicht beeinträchtigt bei Alzheimer. Herr Doktor, was gestern war, das kann ich mir nicht merken. Aber was früher war, das weiß ich noch. Die Leute erzählen dann auch lieber von früher als von der Gegenwart, weil sie sich eben die aktuellen Informationen mit dem Ausbruch der Erkrankung nicht merken können. Hier zeige ich Ihnen jetzt ein Bild, wie wir uns den Verlauf der Alzheimer-Erkrankung vorstellen. Also das wäre das Lebensalter hier. Ich habe mal ab mit dem 45. Lebensjahr angefangen, hier bis 70. Eine typische Entwicklung. Hier sehen Sie die geistige Leistungsfähigkeit, die irgendwann nachlässt. Und das Nachlassen würde jetzt hier bedeuten, in der Linie mehr, als man im Alter erwarten würde. Also über dieses normale Nachlassen im Alter hinausgehend. Irgendwann können wir das messen. Das sensitivste Messinstrument, also das feinste Messinstrument zur Messung früher Veränderungen, ist die Neuropsychologie. Es gibt keine Bildgebung, die da besser wäre. Das heißt, wenn wir früh diagnostizieren, da komme ich auch gleich noch mal zu, wäre der erste Schritt, die geistige Leistungsfähigkeit fein zu messen. Dann haben wir relativ früh, können wir Veränderungen feststellen, die nicht sehr spezifisch sind, aber wir können sensitiv das untersuchen. Und irgendwann ist die geistige Leistungsfähigkeit soweit abgebaut und auch andere Funktionen, dass wir von einer Demenz sprechen. Diese andere Linie hier zeigt, wie die pathologischen Veränderungen im Gehirn sich entwickeln. Also insbesondere dieses Beta-Amyloid, diese Plaques. Und hier sehen Sie, dass zum Teil schon, das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen sehr großzügig, aber zum Teil schon Jahrzehnte, bevor wir die ersten Symptome haben, wir Ablagerungen im Gehirn haben. Ja, das heißt, die Frage ist natürlich jetzt, manche publizieren, dass Alzheimer schon Jahrzehnte, bevor man dement wird, im Gehirn ist. Ich würde es anders formulieren, habe auch gleich ein paar Argumente dafür. Das Beta-Amyloid ist der Hauptrisikofaktor, ist der zentrale Risikofaktor für eine spätere Alzheimer-Entwicklung. Stellen Sie sich das vor wie bei dem Blutdruck, den Sie senken, wenn Sie mit 30 einen hohen Blutdruck festgestellt bekommen haben, um mit 50 einen Herzinfarkt und mit 60 einen Schlaganfall zu verhindern. Also einen wesentlichen Risikofaktor für eine Erkrankungsentstehung zu modulieren. Und wir haben schon sehr viel früher, also bevor überhaupt Symptome da sind, gibt es diese Veränderungen. Auch da komme ich jetzt gleich noch mal zu. Heutige Frühdiagnostik, also was macht der niedergelassene Facharzt, was machen wir in der Gedächtnisambulanz, spielt sich in dem Bereich hier ab. Das heißt, wir können, wenn die Demenz losgegangen ist, die Definition dafür hatte ich Ihnen anfangs genannt, die Erkrankung recht gut diagnostizieren und in vielen Fällen auch schon etwas vorher. Also dieser Abschnitt hier zwischen der Messbarkeit und der Demenz, das ist das, was man als leichte kognitive Störung oder leichte kognitive Beeinträchtigung auch bezeichnet. Das heißt, es gibt schon messbare Vergesslichkeit, aber noch keine Demenz. In dem Stadium können wir sehr oft auch schon die Diagnose stellen. Also der Alzheimer-Diagnose, ich komme gleich noch mal darauf zurück. So sieht die Diagnostik aus. Wie sehen die Veränderungen aus? Also wie sieht es bei der Alzheimer-Erkrankung aus? Auch das schon eben gesagt. Es fängt mit dem, was wir
in der Regel als Kurzzeitgedächtnis bezeichnen, Kurzzeitgedächtnisstörung an. Also eine Merkfähigkeitsstörung, neue Informationen können nicht oder nur noch schlecht abgespeichert werden. Und hier ist es natürlich auch so, dass emotional bedeutsamere Informationen besser abgespeichert werden können als andere. Das, im ersten Stadium, ich möchte das jetzt nicht ins Lustige ziehen, aber ist es dann manchmal so, dass der Partner, der mitkriegt, dass man vergesslich ist, sagt, also was du willst, das kannst du dir schon merken, die Fußballergebnisse, die weißt du noch, oder wann Fußball kommt, das andere nicht mehr. Es ist tatsächlich so, dass emotional bedeutsamere Inhalte besser abgespeichert werden können als Dinge, die jetzt eher egal sind. Und deswegen ist das auch bezüglich des Fußballs so. Wortfindungsstörungen kennen wir alle. Es liegt mir auf der Zunge, ich komme nicht drauf. Ja, die Neuropsychologen nennen das semantische Aphasie. Das heißt, man ist spontan nicht in der Lage, ein Wort abzurufen, aber man hat das nicht vergessen, es ist nicht verschwunden aus dem Gehirn. Später fällt es einem wieder ein, wenn man es vielleicht gar nicht mehr braucht. Das kennen wir alle. Das ist etwas, was auch häufig früh auftritt als Frühsymptom und in Vergesellschaftung mit der Gedächtnisstörung aufmerken lässt. Aufmerksamkeit, also Konzentration im weitesten Sinne, ist bei der frühen Erkrankung gar nicht gestört. Das ist für uns ein guter Hinweis, zum Beispiel von der Depression abzugrenzen. Die Altersdepression ist die Hauptdifferentialdiagnose in der Gedächtnisambulanz. 30% unseres Klientels sind Altersdepressive, die glauben, sie hätten Alzheimer, weil bei der Altersdepression auch geistige Leistungsschwäche oft im Vordergrund steht. Und da ist es in der Regel so, dass die Konzentrationsstörung im Vordergrund steht. Also die Altersdepressiven haben eher Konzentrationsstörungen, auch Gedächtnisstörungen. Und das kann man klinisch dann ein bisschen auseinanderhalten. Dann kommt es zu einer zeitlichen Orientierungsstörung und zu einer Störung des planenden Denkens und Handelns. Das ist so das, was wir als Demenzschwelle dann bezeichnen. Also der Patient kann das Datum sich nicht mehr merken oder auch andere Aspekte der zeitlichen Orientierung, wenn es weiter fortschreitet. Und das hier, also neuropsychologisch gesprochen, Exekutivfunktionen, das heißt in der Lage zu sein, einen Plan zu machen und planvoll etwas umzusetzen, ist eine spezifisch menschliche Fähigkeit. Also andere Säugetiere haben Instinkte und handeln nach Instinkten. Der Mensch kann einen Plan machen und danach handeln. Das geht dann verloren oder wird schlechter. Das heißt, die Haushaltsplanung geht verloren. Es empfinden sich abgelaufene Speisen im Kühlschrank. Der Patient ist nicht mehr in der Lage zu kochen, das Kochen oder nicht mehr komplexe Gerichte zu kochen, weil Kochen eine komplexe Exekutivfunktion ist. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir dann von einer Demenz sprechen. Räumliche Orientierung kommt dann. Das ist eigentlich heutzutage der Punkt, wo man zum ersten Mal stutzig wird. Ja? In unbekannter Umgebung. Das heißt, im Urlaub oder dann der Mensch muss ins Krankenhaus und verläuft sich dann im Krankenhaus. Man merkt, er ist überhaupt nicht orientiert in unbekannter Umgebung. Und das ist oft der erste Anstoß, um überhaupt Diagnostik zu machen. Und oft wird dann gesagt, bisher war alles in Ordnung, aber jetzt verläuft er sich. Wenn man dann genau nachfragt, ist es meistens diese Geschichte hier und es geht meistens auch schon ein paar Jahre. Das heißt, der Vorlauf hier, bis die Demenz dann ausbricht, kann mehrere Jahre sein. Es ist jetzt nicht so, dass das alles innerhalb von einem halben Jahr sich entwickelt. Meistens verdrängt der Patient das direkt selber, auch die Familie, die Ehefrau kompensiert das, bis dann eben massive Probleme auftauchen und man dann doch eine Diagnostik einfordert. Urteilsvermögen, später dann auch die situative Orientierung werden schlecht. Ich habe Ihnen hier ein Fallbeispiel mitgebracht eines 75-jährigen Patienten oder einer Patientin war das, die über ein Jahr langsam fortschreitende Gedächtnisstörung entwickelt hat, also das, was ich Ihnen bei der Alzheimer-Erkrankung gerade berichtet habe, und eine Apathie. Apathie bedeutet eine Reduktion eigeninitiierten Verhaltens. Das heißt, die Menschen reden nicht mehr so viel, machen motorisch nicht mehr so viel, verfolgen ihre Interessen nicht. Aber sie haben keine Depression. Bei der Apathie leidet der Angehörige sehr, bei der Depression leidet der Patient. Der Alzheimer-Patient mit der Apathie leidet nicht. Er macht nichts mehr, er sitzt den halben Tag auf dem Stuhl, aber wenn man ihn fragt, wie geht es Ihnen oder wie geht es dir, mir geht's gut. Für die Angehörigen ist das eine sehr belastende Situation. Jedenfalls die Kombination hat mich, der die Patientin gesehen hat und der sich gut mit der Erkrankung auskennt, direkt auf den Trichter gebracht, dass es in Richtung Alzheimer wahrscheinlich geht. Habe dann ein paar kleine Tests mit ihr gemacht, hier diesen Mini-Mental-Status-Test. Also das sind so Tests, die man sofort machen kann, um sich einen groben Eindruck zu verschaffen. Und da war es dann auch tatsächlich so, dass
die drei Wörter, die man sich da merken muss, nicht erinnert wurden. Habe dann etwas ausführlicheren Test gemacht. Da muss man 10 Wörter sich merken über eine gewisse Zeit. Die Patientin konnte 0 von diesen 10 Wörtern nach etwa 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten wiedergeben. Und das ist, wenn keine Depression vorliegt, ein sehr starker Hinweis auf eine Alzheimer-Erkrankung. Was die Patientin hatte, war ein großer Tumor des Gehirns, also keine Alzheimer-Erkrankung. Das ist jetzt hier sozusagen für Experten zu sehen, hier in dem Bereich. Also das ist das, was alles Tumorgewebe ist. Hier sieht man, wie sozusagen das Gehirn so richtig verdrängt ist durch den Tumor. Und auch der mediale Temporallappen, das heißt das Areal, wo der Hippocampus liegt, der fürs Gedächtnis zuständig ist, ist hier auch beeinträchtigt. Was ich Ihnen damit zeigen will, ist, eine Alzheimer-Entwicklung muss nicht eine Alzheimer-Demenz sein. Wir müssen Diagnostik machen und eine Bildgebung gehört zur Alzheimer-Diagnostik. Ja? Selbst wenn ich als Experte sage, das ist Alzheimer und dann erst durch das Bild sehe, dass es doch was anderes ist, das kommt zwar selten vor, zumindest bei mir, aber wir müssen diese Diagnostik machen. Ich würde diese Diagnose nicht stellen ohne Bildgebung und würde immer sagen, gesetzt den Fall, dass die Bildgebung nichts anderes zeigt, würden wir hier von einer Alzheimer-Ätiologie oder einer Alzheimer-Erkrankung ausgehen. Zweiter Hinweis, was die Diagnostik betrifft, ist, hier ist ein recht junger 51-jähriger Patient, der eine Alzheimer-Demenz hat. Diese Bilder von ihm, die viele von Ihnen jetzt nicht interpretieren können, aber die sind im Grunde normal. Man sieht hier gar keine groben pathologischen Veränderungen. Das heißt, wenn der Patient jetzt keine Beschwerden hätte, würde der Radiologe sagen, das ist ein altersentsprechender Normalbefund. Und das ist die Krux auch bei der Alzheimer-Erkrankung. In den ersten Stadien ist die Bildgebung, also diese Art von Bildgebung, das Kernstück oder das CT, oft normal. Da wird oft der Schluss rausgezogen, es kann dann keine Demenz sein, es kann kein Alzheimer sein, weil das Gehirn sieht ja gut aus. Wenn Sie die Festplatte sich anschauen von Ihrem Computer, können Sie nicht darauf schließen, wie gut die Festplatte funktioniert. Das heißt, diese Strukturaufnahme sagt in diesem Fall oft nicht viel. Das bedeutet, wir haben ein Problem, die Erkrankung spezifisch zu diagnostizieren. Wenn die Standardverfahren, die wir zur Diagnostik haben, also wie das Kernspiel und CT, das ist ja in Deutschland recht weitflächig verfügbar, keinen spezifischen Hinweis auf die Erkrankung geben. Was wir machen können, und das ist heute sozusagen das sensitivste und spezifischste Verfahren für die Frühdiagnostik der Alzheimer-Erkrankung ist das sogenannte FDG-PET. Das heißt, was wir hier machen, ist, der Glukosemetabolismus, der Zuckerstoffwechsel der Nervenzellen wird hier abgebildet. Die Nervenzellen, die arbeiten alle mit Glukose und jede Nervenzelle verarbeitet in Ruhe, das heißt, ob sie schlafen oder nicht denken, mindestens 80%. Also die Nervenzellen haben einen sehr hohen Stoffwechselumsatz und wir geben radioaktiv markierte Glukose und können sehen, ob in bestimmten Arealen des Gehirns dieser Stoffwechsel der Nervenzellen reduziert ist, verglichen mit einer gesunden Kontrollstichprobe. Und hier sehen wir, das sind diese Bilder, also die farbigen Areale, das ist ein Alzheimer-Patient, sind die pathologischen Areale, dass in bestimmten Bereichen des Gehirns es Veränderungen gibt, die ganz typisch für eine Alzheimer-Erkrankung sind. Das sind, um jetzt mal anatomisch zu sprechen, die Assoziationskortices, also die Teile des Gehirns, die uns zum Menschen machen. Und das ist das, was auch das Fatale ist bei der Alzheimer-Erkrankung. Es ist eine Systemerkrankung. Es werden die Nervenzellen betroffen, die für höhere geistige Funktionen zuständig sind. Sie sehen hier zum Beispiel ein ausgespartes Areal. Das heißt, hier ist keine pathologische Veränderung. Das ist der sensomotorische Kortex. Das ist das, was für die Beweglichkeit und für die Tastempfindung zum Beispiel zuständig ist. Das ist bei der Alzheimer-Erkrankung gar nicht betroffen. Es sind die Areale betroffen, die für das Denken letztendlich zuständig sind. Und es gibt eine interessante Hypothese, ich möchte nicht zu viel jetzt abschweifen, aber von Herrn Braak aus Frankfurt, der sagt, dass es die Neurone sind, die entwicklungsgeschichtlich die jüngsten sind und die am schlechtesten myelinisiert sind. Und er sagt, am anfälligsten für diese Alzheimer-Pathologie sind Nervenzellen, die schlechter myelinisiert sind. Und er folgert daraus, jetzt kommen wir schon sozusagen zu der Prophylaxe, dass wir, wenn wir in der Myelinisierungsphase sind, also so bis zum 16. Lebensjahr, dass wir uns geistig aktivieren müssen, also Musikinstrumente lernen müssen, geistig aktiv sein müssen, weil dann die Myelinisierungsphase, also die Myelinisierung etwas stärker ist und man möglicherweise etwas besser geschützt ist im Alter von einer Alzheimer-Erkrankung. Die Bildungsergebnisse, komme ich gleich noch mal ganz kurz zu, würden das unterstützen, weil wir wissen, dass besser ausgebildete Menschen seltener Alzheimer kriegen, beziehungsweise es später kriegen, später die Alzheimer-Erkrankung kriegen, sodass man hier sicherlich auch einen Schutz aufbauen kann. Ja? Fragen zum Schluss? Schreiben Sie sich auf
und wir beantworten sie. Interessant, und jetzt kommen wir zur Forschung, ist die Frage, also wenn die Demenz da ist, können wir sie ganz gut diagnostizieren, aber wir können sie nicht heilen und wir können nicht viel tun an Medikamenten oder Beeinflussung des Verlaufes, dass wir sagen können, wir können wirklich gut helfen. Die spannende Frage ist, und das ist die Forschungsfrage, können wir spezifische Diagnostik vor oder spezifische Diagnostik, die die Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert und vor dem Ausbruch der Demenz diagnostiziert. Ich hatte Ihnen dieses Bild gezeigt, wo die Veränderungen schon lange vor der Demenz da sind. Gibt es Möglichkeiten, da zu diagnostizieren? Es gibt das Amyloid-PET, das heißt die Positronen-Emissionstomographie, die zeigt diese Amyloid-Plaques zu Lebzeiten, also bei Gesunden und bei Demenzpatienten. Hier, das ist dieses Gelb, das sieht, als ob das Gehirn brennt, sieht das hier so ein bisschen aus. Also diese rot-gelben Areale, das sind Areale bei den Patienten, das sind hier Gruppenvergleiche, wo man dieses Beta-Amyloid findet. Und was wir wissen mittlerweile, wie gesagt, seit 2003 gibt es die Technik, wir haben noch nicht so viel Erfahrung damit, insbesondere noch keine Längsschnittstudien, um zu schauen, was wird dann aus diesen Individuen, wo wir das Amyloid finden. Aber wir wissen, dass 20% etwa der gesunden Älteren über 70 dieses Beta-Amyloid im Gehirn haben. Das ist aus den Studien rausgekommen. Man hat Demenzpatienten untersucht, man hat gesunde Kontrollen untersucht. Und man hat bei 20 bis 30% der gesunden Kontrollen auch diese Amyloid-Ablagerung gefunden. Schwierig ist die Interpretation, was wird aus dem Einzelnen? Also kriegt er eine Alzheimer-Demenz und wie lange dauert es, bis er die Demenz bekommt? Was wir sicher wissen, und das jetzt auch zur Amyloid-Hypothese, wo wir gleich nochmal drüber sprechen werden, wer kein Amyloid im Gehirn hat, entwickelt auch keine Alzheimer-Demenz. Ja, das heißt, die Leute, die in diesen Studien keine Pathologie hatten, haben in dem Verlauf auch keinen geistigen Abbau gehabt. Von denen, die das Amyloid hatten, haben nicht alle abgebaut. Das kann was mit dem Zeitraum auch zu tun haben. Wir wissen, dass 10, 15, 20 Jahre vorher man das schon messen kann, sodass uns hier noch diagnostische Möglichkeiten oder Verfahren fehlen, um zu diesem spezifischen Befund des zerebralen Amyloids den Verlauf, also die Prognose für den Einzelnen abzuleiten. Sie sind 50 Jahre, Sie haben Amyloid. Und wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in einer für Sie relevanten Zeitspanne, also wenn Sie 60 oder 65 sind, eine Demenz entwickeln? Das ist das, was in der Forschung sozusagen gerade läuft, weil wir wollen eine Behandlung machen. Und Sie haben das alle in der Zeit und Presse gelesen. Das ist schon von 1999 ein hochrangiger Artikel in Nature publiziert von einer amerikanischen Arbeitsgruppe, die gezeigt immunisiert haben, also geimpft haben gegen diese Plaques. Das haben Sie sicher in der Zeitung gelesen damals. Und hier ist der Hippocampus von Mäusen, von Alzheimer-Mäusen dargestellt. Und unter der Impfung verschwinden die Plaques. Das ist der erste Beweis gewesen, dass so eine Impfung gut sein kann. Und damals stand in der Zeitung, jetzt haben wir es, jetzt haben wir das Medikament. Und wir haben es immer noch nicht. Warum haben wir es immer noch nicht? Mittlerweile, also die ersten Impfstoffe waren für den Menschen nicht verträglich, deswegen hat sich das Ganze etwas hinausgezögert. Mittlerweile gibt es Impfstoffe, die man vertragen kann und es gibt auch erste Studien mit Impfung bei Alzheimer-Patienten. Und wir können heute sogar schon das Amyloid, wie gesagt, darstellen im Gehirn. Und hier ist eine sehr interessante Studie, die zeigt, hier ist ein Alzheimer-Patient, der geimpft worden ist. Nach 78 Wochen sieht man, das Rote ist das Amyloid, dass es reduziert ist. Es ist weniger Amyloid da. Und bei dem anderen Alzheimer-Patienten, der hier ein bisschen Amyloid hat im Bild, sind nach 78 Wochen sind die Plaques im Grunde weg, wie bei den Alzheimer-Mäusen. Bei den Kontrollen, das heißt den Placebo-Patienten, die also eine Scheininfusion bekommen haben, sieht man, dass das Amyloid ansteigt. Nicht viel, aber ein bisschen. Hier ist der Gruppenvergleich, also die Placebo-Gruppe steigt mit dem Amyloid im Gehirn und die geimpfte Gruppe, da sinkt das Amyloid im Gehirn. Das heißt, das ist hier der erste Beweis am Menschen, beim Alzheimer-Patienten, dass dieser Mechanismus funktioniert. Das Drama ist aber, dass es keinen Unterschied zwischen den Gruppen gibt. Ja, das heißt, die Menschen, die dann weniger Amyloid haben, die Alzheimer-Patienten, sind genauso dement wie die anderen und der Verlauf ist ähnlich. Wir haben daraus gelernt, dass im Stadium der Alzheimer-Erkrankung dieses spezifische Einschreiten wahrscheinlich zu spät ist. Wahrscheinlich müssen wir viel früher immunisieren und früher behandeln. Ich sagte eben schon, Sie behandeln nicht den Blutdruck, wenn der erste Schlaganfall da ist, sondern Jahrzehnte vorher, um den Schlaganfall zu verhindern. Wahrscheinlich, das ist meine Hypothese, die stelle ich gern zur Diskussion, müssen wir früher die zerebrale Amyloidose identifizieren und früher behandeln, um diese Kaskade auch früher zu unterbrechen.
Das Problem mit der Behandlung, das heißt, es gibt das Beta-Amyloid, wir können das reduzieren. Alle Studien bisher bei Alzheimer-Patienten mit diesen Medikamenten waren negativ. Das heißt, wie jetzt hier eben gezeigt, man kann das zwar verändern im Gehirn, aber die Demenz ändert sich dadurch nicht, haben dazu geführt, dass es Theorien gibt, dass es die Alzheimer-Erkrankung gar nicht gibt und dass die Amyloid-Hypothese eigentlich hinfällig ist und beim Menschen nicht gezeigt werden konnte. Die Medikamente schlagen nicht an und was auch ganz wichtig ist, es gibt Gesunde mit Plaques, das haben Sie alle gehört. Das ist das zweite große Argument. Es gibt eine große Studie oder mehrere, die zeigen, von den gesund, also nicht dement verstorbenen Älteren haben 30% Alzheimer-Veränderungen im Gehirn. Das heißt, es kann ja nicht das Amyloid verantwortlich sein für das Alzheimer, wenn die Menschen Alzheimer im Gehirn haben und gar nicht dement sind. Das Entscheidende, und jetzt komme ich zu dem Kernpunkt, ist, es kommt bei der Alzheimer-Erkrankung nicht nur auf die Pathologie an, sondern es kommt auf die Kompensationsmechanismen an. Ja? Ich hatte eben schon gesagt, die familiären Formen, die treten sehr früh auf. Weshalb? Weil da sehr viel Pathologie sehr früh ist und in frühen Jahren, also wenn man 60 ist, hat das Gehirn noch eine sehr gute Widerstandsfähigkeit. Das heißt, die Widerstandsfähigkeit des Gehirns oder die neuronale Plastizität, es gibt verschiedene Ausdrücke dafür, sinkt mit dem Alter. Das heißt, je älter wir sind, auf desto dünnerem Eis stehen wir und wir brauchen dann weniger Pathologie, um eine Demenz zu entwickeln. Das heißt, der Jüngere, der eine Demenz entwickelt, der braucht viel Pathologie, weil er noch eine gute Widerstandsfähigkeit hat. Der Ältere, da reicht schon ein bisschen Pathologie, weil er einfach die Widerstandsfähigkeit abnimmt. Das heißt, zwei Dinge sind wichtig, nicht nur spezifisch gegen die Alzheimer-Erkrankung vorzugehen, da wird Herr Professor Fahrenholz gleich noch ausführlich drüber sprechen, sondern die Widerstandsfähigkeit des Gehirns zu stärken. Wenn wir es schaffen, dass die Kompensation, ich hatte eben schon mal von Bildung gesprochen, also die gut ausgebildete Teil unserer Bevölkerung kriegt 7 bis 10 Jahre später Alzheimer. Das ist statistisch ist das so. Ja, das heißt, das ist die kognitive Reserve. Das ist die Reserve, die wir haben bei der gleichen Pathologie. Ja. Wie können wir, darf die Zeit jetzt nicht zu sehr überstressen, deswegen überspringe ich das jetzt hier mal. Wie können wir das zeigen, wie können wir das darstellen? Das heißt, ich habe Ihnen jetzt gezeigt, es gibt die Alzheimer-Pathologie, ist das Beta-Amyloid. Wir können es darstellen. Wir können aber bei den Gesunden nicht sicher sagen, wie lange dauert es noch, bis jemand eine Demenz entwickelt. Und jetzt haben wir gelernt, das ist der nächste Punkt, den wir gelernt haben, ist, um sagen zu können, ob jemand eine Alzheimer-Erkrankung in einem relevanten Zeitfenster, also innerhalb weniger Jahre entwickelt, muss ich wissen, ob er Amyloid im Gehirn hat. Das können wir heute feststellen mit der Untersuchung. Und ich muss wissen, wie seine Kompensation ist, wie seine Widerstandsfähigkeit ist. Da gibt es sehr unterschiedliche Faktoren. Das heißt, das Zweite, was wir brauchen, ist ein Instrument, mit dem wir diese Widerstandsfähigkeit irgendwie quantifizieren und messen können. Und da gibt es heutzutage zwei Methoden, die untersucht werden. Das eine ist, oder das Einfache, das ist das, was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist die strukturelle Konnektivität. Das heißt, die Vernetzung der Nervenzellen untereinander. Wir wissen, dass sozusagen, was auch passiert, wenn wir gebildet sind, wenn wir lernen, dass die Nervenzellen nicht mehr werden, sondern dass die Vernetzung besser wird. Und das Ausmaß der Vernetzung oder die Güte der Vernetzung, um es kurz zu machen, bezeichne ich es jetzt mal so, ist auch ein Maß für die kognitive Reserve. Das heißt, was wir wissen müssen, ist, haben wir Amyloid im Gehirn und wie ist die Reservekapazität im Gehirn, wenn ich Diagnostik mache mit der Frage, wie viel Zeit habe ich noch oder bin ich in Gefahr, eine Alzheimer-Erkrankung zu entwickeln. Und was wir heutzutage können, das ist die Methode, mit der ich mich hauptsächlich beschäftigt habe. Wir können mit einem speziellen Kernspinverfahren die Güte der Faserbahnen messen. Also hier sehen Sie eine große Faserbahn im Gehirn, die auch sehr viel mit Alzheimer zu tun hat. Also hier gibt es starke Veränderungen im Rahmen der Erkrankung. Wir können das nicht nur bildlich hier schön darstellen im Gehirn, wie die Faserbahn aussieht, sondern wir können auch sagen, an welcher Stelle die Faser intakt ist oder nicht mehr ganz intakt ist. Das heißt, wir können Veränderungen sehr früh darstellen. Das würde ich jetzt auch überspringen und komme jetzt schon zu meiner Zusammenfassung. Die strukturelle Konnektivität und was damit zusammenhängt, würde ich dann auch zur Diskussion stellen. Das heißt, die Message ist, die Entwicklung krankheitsmodifizierender Substanzen mit dem Ansatzpunkt an dem sogenannten zerebralen Amyloidstoffwechsel ist notwendig und erfolgsversprechend. Also das ist mein Fazit aus dem bisher Gesagten. Es ist nicht so, dass das Amyloid
ein Epiphänomen der Erkrankung ist, dass ob man es jetzt beeinflusst oder nicht, keine Bedeutung hat. Die Frage ist, wann man es beeinflusst, was zu zeigen ist. Der Einsatz der Therapien muss jedoch wesentlich früher als bisher erfolgen. Hier ist Studienbedarf. Bisher hat noch keine Firma sozusagen bei Gesunden eine Impfung ausprobiert, um zu schauen, es wären auch relativ lange Zeitläufe, wenn man nicht die entsprechenden Surrogatparameter hat. Das Zweite ist, frühe Individualdiagnostik muss grundlegend verändert werden. Wir benötigen spezifische Marker, das heißt, wir müssen den Erkrankungsmechanismus in vivo, das heißt im Menschen, darstellen können, und zwar mit einem Verfahren, was bezahlbar ist und verfügbar ist. Das Amyloid-PET, von dem ich eben gesprochen habe, ist im Moment eine sehr elitäre Geschichte. Das heißt, wir kriegen das jetzt hier erst, wir haben es bisher noch gar nicht. Und es gibt wenige Zentren weltweit, die damit operieren. Und es ist nicht abzusehen, dass wir in 20 Jahren flächendeckend diese Möglichkeit haben für die Bevölkerung. Das heißt, wir müssen andere Verfahren entwickeln. Ich sehe da aber Möglichkeiten, das zu tun. Das wäre auch etwas, was man diskutieren kann. Und wir brauchen nicht nur spezifische Marker, sondern wir müssen die Widerstandsfähigkeit des Gehirns quantifizieren. Weil es könnte sein, dass Sie mit 70, ich sage jetzt mal, das ist so eine Vision, Amyloid gemessen bekommen von Ihrem Hausarzt. Und der sagt, Junge, du hast Amyloid im Gehirn, das ist ja für Alzheimer. Aber deine Konnektivität und deine strukturelle Integrität ist so gut, dass wenn jetzt nichts Neues dazukommt, wie ein Schlaganfall oder so, du mit 120 wahrscheinlich eine Demenz entwickeln wirst. Und dann sagen Sie vielleicht, okay, das interessiert mich im Moment weniger. Ja, so könnte es sein. Aber das Umgekehrte wäre halt, Sie sind 60, haben vaskuläre Risikofaktoren, haben Amyloid im Gehirn. Und wenn Sie so weitermachen, ist es absehbar, dass Sie mit 75 spätestens eine Demenz haben. Sie sollten eine Immunisierung machen. Das ist die Vision, die ich Ihnen hier mitgeben würde. Sekundärpräventive Maßnahmen sind für den Einzelnen sinnvoll. Ich habe hier geschrieben für den Einzelnen, weil die Frage ist, ob das gesellschaftlich sinnvoll ist, weil wir wissen, wer sich super verhält, kriegt viel später, also kriegt 10 Jahre später Alzheimer, lebt aber auch 10 Jahre länger. Ja? Das heißt, ob wir die Anzahl der Demenzerkrankungen mit Prävention in der Bevölkerung reduzieren können, ist eine andere Frage. Für den Einzelnen spielt es auf jeden Fall eine Rolle, 10 Jahre oder 7 Jahre das Ganze hinaus zu zögern. Ach so, dann bin ich jetzt gleich fertig. Für den Einzelnen sinnvoll, und zwar auf beiden Wegen. Das eine ist, sie tragen zu einer Stärkung der Widerstandsfähigkeit bei. Das heißt, vaskuläre Risikofaktoren reduzieren, hoher Blutdruck, Stoffwechselerkrankungen wie Fettstoffwechselstörungen behandeln lassen, Diabetes behandeln lassen, sind hier wichtige Punkte. Also das stärkt sozusagen die Widerstandsfähigkeit des Gehirns. Geistige Aktivität spielt eine Rolle. Aber auch soziale Aktivität, das wissen wir heute. Das heißt, sozial vernetzte Menschen und sozial aktive Menschen im Alter haben ein geringeres Risiko, eine Alzheimer-Demenz zu entwickeln. Oder wir reduzieren die pathologischen Amyloid-Ablagerungen sogar durch präventive Maßnahmen, wie zum Beispiel körperliche Aktivität, was schon gezeigt wurde. Körperliche Aktivität führt dazu, dass weniger Amyloid abgelagert wird. Flavonoide würde ich ganz kurz darauf eingehen, also unterschiedliche Substanzen, Rotwein gehört auch dazu, das ist immer sehr erfreulich, führt dazu, dass etwas weniger pathologisches Amyloid gebildet wird, weil das einzelne Amyloid-Peptid gar nicht pathologisch ist, sondern die Aneinanderreihung von den Amyloiden, und das wird durch diese Substanzen etwas reduziert. Das heißt, wir können was tun, muss sich jeder Einzelne entscheiden. Ich habe jetzt über die kalorische Restriktion nichts gesagt, weil das so ein trauriger Abschluss wäre. Da würde Herr Fahrenholz an zu reden. Und ich glaube, die Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Feldgiebel. Ich glaube, er hat die Erwartungen weitgehend getroffen. Wir haben gesagt vorhin, dass wir den zweiten Vortrag, der ja eine gute Ergänzung ist, gleich anschließend machen und die Diskussion dann nach beiden Vorträgen folgen lassen. Und ich würde sagen, wenn Sie ein bisschen verschnauft haben und getrunken haben, machen Sie weiter. Sie kennen Herrn Fahrenholz besser als ich. Genau, aber dennoch möchte ich keinen Fehler begehen, weil bei der Vita ist es ja immer so eine Sache, und habe mir das aufgeschrieben. Ich bin sehr froh und stolz, dass Herr Professor Fahrenholz heute hier ist, sicherlich einer der renommierten Grundlagenwissenschaftler international bei dem Thema Alzheimer-Demenz, der ganz entscheidende Stoffwechselmechanismen, die zu der Erkrankung führen, aufgedeckt hat. Herr Professor Fahrenholz
ist ein Frankfurter Gewächs, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, hat also in Frankfurt promoviert, ist Biochemiker auch, wenn ich das, würden Sie sich auch als Biochemiker bezeichnen, auch wenn er jetzt in der Psychiatrie gelandet ist sozusagen, aber das hat was mit der translationalen Forschung zu tun, die wir machen. Wir machen auch Grundlagenforschung in der Psychiatrie. War dann in den USA, in Washington, wieder in Frankfurt habilitiert, ist in Frankfurt langjährig Leiter einer Arbeitsgruppe oder der biochemischen Arbeitsgruppe im Max-Planck-Institut gewesen und seit 1997 Direktor des Biochemischen Instituts in Mainz und 2007 emeritiert. Das heißt, er hat hier in Mainz auch eine Geschichte, die auch sehr erfolgreich war und wo er jetzt sicherlich auch einige Ergebnisse zu berichten wird. Er ist hoch dekoriert und ausgezeichnet. Dr. Honoris Causa der Universität Danzig hat verschiedenste Preise bekommen, also auch gerade für seine Alzheimer-Forschung. Ich würde da im Einzelnen jetzt nicht drauf eingehen, wenn es Ihnen recht ist und dass wir das Inhaltliche dann von Ihnen hören. Ja. So, vielen Dank, Herr Fellgiebel, für die freundliche Einführung. Ich würde sagen, der Herr Junginger kennt mich auch sehr gut. Er hat mich nämlich mal operiert und er kennt also einen ganz anderen Teil von mir. Und das war auch erfolgreich. Es hat bisher gehalten, was er gemacht hat. Deswegen habe ich auch die Einladung gerne angenommen. In meinem Vortrag möchte ich Ihnen molekulare Grundlagen der Alzheimer-Erkrankung und eine zurzeit laufende klinische Studie zur kausalen Therapie vorstellen. Im Mittelpunkt dieser Studie steht ein Enzym, die Alpha-Sekretase, die wir im Jahre 1999 in meiner Abteilung am Institut für Biochemie identifiziert haben. Die Funktion dieses Enzyms klärten wir dann in Zellkulturexperimenten und langwierigen Tierversuchen auf. Dabei fanden wir, dass es pathologische Vorgänge bei der Alzheimer-Erkrankung verhindern oder abschwächen kann, wie ich noch ausführen werde. Die Aktivität dieses Enzyms soll nun durch ein ja bereits für eine andere Krankheit zugelassenes Medikament, nämlich das Azitretin, erhöht werden. Eine kausale Therapie greift an den Ursachen der Erkrankung an. Dass es sich bei der Demenz überhaupt um eine Erkrankung, nicht um eine zwangsläufige Folge des höheren Lebensalters handelt, erkannte Alois Alzheimer in der Städtischen Anstalt für Irre und Epileptische, die auch schon Herr Fellgiebel angesprochen haben, von der Sie hier ein Bild sehen. Sie befindet sich in Frankfurt und sie wurde von dem Psychiater Heinrich Hoffmann gegründet, viele von Ihnen besser als Autor des Struwwelpeter kennen. Als dort tätigen Arzt interessierte Alois Alzheimer eine, wie wir gehört haben, vergleichsweise junge Patientin von etwa 50 Jahren. Das Bild hier ist aufgenommen, als sie genau 52 waren, die zuerst an Eifersuchtswahn litt und die dann die Symptome einer Demenz entwickelte. Nach ihrem Tod untersuchte Alzheimer dann an der psychiatrischen Klinik in München ihr Gehirn. Im nächsten Bild sehen wir, was er 1906 unter seinem Mikroskop gesehen hat und was er im selben Jahr seinen Kollegen auf einer Fachtagung berichtet. Zum Bild links, über die ganze Rinde zerstreut, besonders zahlreich in den oberen Schichten, findet man hirsegroße Härchen, welche durch die Einlagerung eines eigenartigen Stoffes in die Gehirnrinde bedingt sind. Diese Ablagerungen, die damals übrigens schon bekannt waren, bezeichnet man heute als senile Plaques oder auch als Amyloid-Plaques. Gleichzeitig beschreibt Alzheimer in seinem Vortrag etwas ganz Neues, sogenannte Neurofibrillen, die hier rechts im Inneren von Nervenzellen zu sehen sind und die er durch eine neue Färbemethode nachwies. Heute wird mehrheitlich die These vertreten, dass diese beiden von ihm beschriebenen Veränderungen, die Bildung der Plaques und der Neurofibrillen, die Kommunikation zwischen den Nervenzellen stört, ein Absterben der Neuronen bewirkt und damit zur Demenz führen kann.
In den letzten 30 Jahren wurden viele zelluläre und molekulare Ursachen der Alzheimer-Erkrankung aufgeklärt. So handelt es sich bei den senilen Plaques, hier oben, um eine Zusammenlagerung von Peptiden aus 40 oder 42 Aminosäuren, die man als Amyloidpeptide oder hier auch als Abeta bezeichnet. Diese Peptide werden herausgeschnitten aus einem etwa 20-fach größeren Vorläuferprotein, abgekürzt APP für Amyloid Precursor Protein. Dieses Herausschneiden geschieht durch zwei molekulare Scheren, die Beta-Sekretase zuerst und dann die Gamma-Sekretase. Diese Peptide lagern sich, wie gesagt, zusammen. Sie bilden zuerst lösliche Oligomere, die besonders toxisch für die Nervenzellen sind, und dann diese senilen Plaques. Konkurrieren mit dieser Beta-Sekretase tut eine andere molekulare Schere, die Alpha-Sekretase, die innerhalb der Sequenz der Abeta-Peptide schneidet. Hierdurch entstehen kürzere, nicht toxische Bruchstücke und ein Fragment, das hier als SAPP-Alpha bezeichnet wird. S für sekretiert, also von der Zelle abgegeben, und Alpha durch die Alpha-Sekretase erzeugt, was als Wachstumsfaktor wirkt und Neuronen vor den toxischen Eigenschaften der Abeta-Peptide schützen kann. Unter anderem entscheidet das Verhältnis von Menge und oder Aktivität von Alpha- und Beta-Sekretase darüber, wie schnell und wie viele dieser giftigen Abeta-Peptide gebildet und abgelagert werden. Mittlerweile gelang es, die Struktur der Alzheimer'schen Amyloid-Fibrillen aufzuklären. Sie bilden eine dreidimensionale Struktur aus, sogenannte Beta-Faltblätter, wie wir sie auch bei den Prionen, den infektiösen Eiweißmolekülen, finden. Wir sehen hier fünf dieser 40 Aminosäuren langen Amyloid-Peptide. Die Bereiche mit den Beta-Faltblättern sind durch rote und blaue Pfeile gekennzeichnet. Der blau dargestellte Strang enthält mehrere wasserabstoßende Aminosäuren, die mit anderen ebenfalls hydrophoben Aminosäuren auf einem benachbarten Strang in Wechselwirkung treten und dann zur Bildung der Aggregaten führen. Neuere Untersuchungen an Labortieren zur Übertragung, sprich Ansteckung, mit der Alzheimer-Erkrankung ergaben beunruhigende Befunde. Danach überführen diese falsch gefalteten Abeta-Moleküle weitere Amyloid-Moleküle in die pathologische Form. Die Erkrankung breitet sich also infektionsartig im Gehirn aus. Dieser Befund ähnelt denjenigen für Prionenerkrankungen, die bei Rindern BSE, bei Menschen, die Creutzfeldt-Jakob auslösen. Ist Alzheimer also eine übertragbare Prionenkrankheit? Diese Frage muss wegen der Konsequenzen für Blut- und Organübertragung möglichst bald beantwortet werden. Die von Alzheimer ebenfalls schon entdeckten Neurofibrillenbündel oder Tangles, hier oben links sehen wir eine elektronenmikroskopische Aufnahme, bestehen aus dem sogenannten Tau-Protein. Dieses Protein befindet sich in den Axonen, den langen Sendebahnen zwischen den Nervenzellen, die durch eine Myelinschicht isoliert sind. Tau bindet in den Axonen an die Mikrotubuli, hier gelb dargestellt. Das sind praktisch röhrenförmige Fasern, die als Leitschienen für den Transport innerhalb der Zelle dienen. Durch das Einwirken intrazellulärer Enzyme, sogenannter Kinasen, werden diese Tau-Proteine chemisch verändert, wir sagen phosphoryliert, bei Alzheimer-Patienten hyperphosphoryliert. Dies führt dazu, dass sich diese Proteine von diesen Sendebahnen oder Leitschienen ablösen, sie destabilisieren und sich dann hier zu diesen Ablagerungen zusammenfügen.
Diese Neurofibrillen an für sich sind wahrscheinlich nicht die toxischen Spezies, sondern die hyperphosphorylierten Tau-Proteine. Was sind nun die Risikofaktoren für die Entstehung der Alzheimer-Erkrankung? Etwa 10-15% aller Erkrankungen treten familiär gehäuft und bereits in relativ frühem Lebensalter auf. Krankheitsverursachende Mutationen wurden im Amyloid-Vorläuferprotein gefunden, was ich Ihnen ja schon genannt habe. Sie bewirken eine erhöhte Freisetzung des besonders toxischen längeren Abeta-Peptids mit 42 Aminosäuren. Mutationen in zwei weiteren Genen, den Presenilinen, abgekürzt mit PS1 und PS2, sind häufiger und führen ebenfalls zu erhöhter Freisetzung von Abeta 42 und einem extrem frühen Auftreten der klinischen Symptome der Alzheimer-Erkrankung, was ja auch Herr Fellgiebel schon angesprochen hat, hier also extrem früh bis zu dem jugendlichen Alter von 28 Jahren. Diese Presenilinen als Bestandteil der molekularen Scheren der Gamma-Sekretasen sind auch ursächlich an der Bildung der Abeta-Peptide beteiligt. Überwiegend tritt die Alzheimer-Erkrankung, wie wir gehört haben, in ihrer sogenannten sporadischen Form auf, die nicht auf Mutationen zurückzuführen ist. Das Risiko nimmt mit steigendem Lebensalter stark zu und wird beeinflusst durch sogenannte Risikogene, die in mehreren Formen, die wir Allele bezeichnen, vorkommen. Bisher eindeutig belegt ist der Einfluss der Epsilon-4-Variante des Apolipoprotein-E-Gens, die bei knapp der Hälfte der Alzheimer-Patienten und damit doppelt so häufig wie in der Gesamtbevölkerung anzutreffen ist. Es handelt sich, wie hier gesagt, um ein Risikogen, das zwar weit verbreitet ist, jedoch eine geringe Penetranz, das heißt Durchsetzungsfähigkeit, im Vergleich zu den oben genannten Mutationen hat. Es gibt allerdings Schätzungen, nach denen über 10% der Alzheimer-Erkrankung ursächlich im Zusammenhang stehen mit dem Vorhandensein von einem oder zwei Epsilon-4-Allelen. Welche Eigenschaft hat das von dem ApoE-Gen kodierte Eiweiß bzw. seine Mutante? Das ApoE-Protein ist ein lipidbindendes Protein und seine Epsilon-4-Variante führt zu einem erhöhten Cholesterinspiegel im Blut und zu einer erhöhten Zusammenlagerung der Abeta-Peptide. Im Zentrum der Alzheimer-Forschung stehen heute einmal die Verbesserung der Frühdiagnostik und zum anderen die Entwicklung von Medikamenten, die an den Ursachen der Alzheimer-Erkrankung angreifen. Im Hinblick auf die gerade gezeigten molekularen Mechanismen, die zur Bildung der Amyloid-Ablagerung führen, zielen therapeutische Ansätze darauf ab, entweder die Bildung des zellulären Abeta bereits zu verhindern oder die Plaques aufzulösen. Prinzipiell kann man die Bildung der Abeta-Peptide verhindern, indem man die molekularen Scheren, die Beta- und Gamma-Sekretasen, in ihrer Aktivität hemmt. Dieser Ansatz wird zurzeit von vielen pharmazeutischen Firmen beschritten, hat aber noch zu keinem zugelassenen Medikament geführt. Ebenfalls erforscht werden nicht steroidale Entzündungshemmer, die an der Gamma-Sekretase angreifen. Auf die Alpha-Sekretase gehe ich gleich im Detail ein. Ein weiterer Ansatz sind Cholesterinblocker, die ebenfalls an der Bildung der Abeta-Peptide regulatorisch eingreifen. Wir können prinzipiell die Plaques auflösen durch Proteine oder durch proteinspaltende Enzyme, durch Proteasen, die im Gehirn vorkommen, durch Substanzen, die die Bildung dieser Beta-Faltblätter hemmen, sowie durch Substanzen, die Metalle binden. Ein weiterer Ansatz ist die Immuntherapie, die schon hier angesprochen wurde. Ich gehe jetzt aus diesem Grund hier auf diesen Ansatz nicht weiter ein.
Unsere zurzeit laufende klinische Studie zielt auf die Aktivierung des Enzyms Alpha-Sekretase. Dieses Enzym spaltet, wie gesagt, innerhalb der Sequenz der Abeta-Peptide und setzt außerdem ein neuroprotektives Fragment frei. Es ist also quasi ein Gegenspieler der Beta-Sekretase, die zur Bildung der Abeta-Peptide führt. Im Jahre 1999 entdeckten wir, wie bereits ein Enzym, das alle Funktionen der schon lange gesuchten Alpha-Sekretase aufwies. Es gehört zu einer Klasse von zinkhaltigen Enzymen und wird als ADAM10 bezeichnet. Seine protektive Wirkung haben wir in Versuchen mit Zellkulturen und mit sogenannten Alzheimer-Mäusen nachgewiesen. Bei letzteren handelt es sich um genetisch veränderte Tiere, die im späten Lebensalter wie Alzheimer-Patienten Amyloid-Plaques entwickeln. Sie sehen hier auf der linken Seite zwei Nachweismethoden für diese Amyloid-Plaques in den Tieren. Wenn wir in diesen Tieren durch molekulargenetische Veränderungen und Kreuzungen mehr Alpha-Sekretase produzierten, wurde die Bildung der Plaques komplett verhindert. Reduzierten wir hingegen die Menge an Alpha-Sekretase, traten vermehrt Amyloid-Plaques auf. Bei den Alzheimer-Modellmäusen ist auch das räumliche Gedächtnis gestört. Sie können sich nicht mehr orientieren an irgendwelchen Merkmalen im Raum. Normale, gesunde Mäuse lernen nach einigen Tagen eine unter der Wasseroberfläche befindliche Plattform recht schnell zu finden und sich darauf zu retten. Die Alzheimer-Mäuse hingegen sind hier nicht lernfähig. Dieser Defekt wurde jedoch bei ihnen weitgehend kompensiert, wenn sie mehr Alpha-Sekretase im Gehirn produzierten. Bei der Alpha-Sekretase handelt es sich um ein sogenanntes Membranprotein. Es hat einen intrazellulären Teil, der sich also innerhalb der Zelle befindet, einen Bereich, der die Zellmembran durchquert, und einen größeren extrazellulären Bereich. Wie können wir die Aktivität oder die Menge des Enzyms erhöhen und damit schon ganz am Anfang in die Kausalkette der Erkrankung eingreifen? Drei Forschungsergebnisse möchte ich Ihnen nennen. Wir fanden, dass durch Reduktion von Cholesterin in der Zellmembran die Aktivität dieses Enzyms steigt. Zum anderen lässt sich die Aktivität über bestimmte Hormone, die im Gehirn vorkommen und die an Rezeptoren binden, erhöhen. Die zurzeit durchgeführte klinische Studie beruht auf der Erkenntnis, dass auf der Ebene des Gens, hier dargestellt durch diese Doppelhelix, eine Regulation möglich ist. Man kann die sogenannte Transkription, also das Ablesen der Information von der DNA durch bestimmte Substanzen erhöhen, sodass mehr Alpha-Sekretase entsteht. Diese Substanzen, die wir identifiziert haben, die diese Wirkung haben, sind Retinoide. Retinoide sind körpereigene Substanzen, die als Hauptvertreter die Altransretinsäure haben, oder abgekürzt von auch ATRA, ist ein Stoffwechselprodukt des Vitamin A. Normalerweise regulieren sie Zellteilung und Zelldifferenzierung, also sie entscheiden, welche Zellen bilden, welche Zellvorstufen bilden Körperzellen, welche bilden Nervenzellen. Und sie wurden auch als mögliche Ursachen bei der Alzheimer-Erkrankung diskutiert. Ihre Wirkung entfalten sie, indem sie an Hormonrezeptoren im Zellkern binden. Ich werde Ihnen das gleich noch weiter ausführen. Einige dieser Retinoide haben Verwendung gefunden in der Krebstherapie und in der Behandlung von Hautkrankheiten. Wir nehmen das Vitamin A in unserer Nahrung entweder aus Gemüsen
und Früchten oder aus der tierischen oder aus tierischer Nahrung auf. Es wird in Leberzellen, also in Hepatozyten, transportiert, hier zwischengelagert und dann über ein Bindeprotein auch über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn gebracht. Hier wird das Vitamin A, es ist ein Alkohol, in den Nervenzellen zur Retinsäure oxidiert und diese kann im Zellkern an die genannten Hormonrezeptoren binden, die dann ihrerseits auf regulatorischen Sequenzen von Genen bestimmte Teile erkennen und diese Transkription dann erhöhen. Wir fanden, dass in dem Promotor der Alpha-Sekretase, Promotor nennt man diese regulatorischen Sequenzen, an die diese Hormonrezeptoren binden, dass an den Promotor der Alpha-Sekretase der Komplex aus Retinsäure und Hormonrezeptoren bindet. Es wird mehr Alpha-Sekretase produziert und damit mehr Stoffwechselprodukte der Alpha-Sekretase und weniger Abeta-Peptide. Nun haben diese Retinoide, insbesondere die Retinsäure, aufgrund der vielfältigen natürlichen Wirkung, die sie im Organismus hat, bei einer Therapie eine Anzahl von Nebenwirkungen. Und aus diesem Grund haben wir uns bereits zugelassene Medikamente angeschaut und ein Medikament als starken Alpha-Sekretase-Aktivator entdeckt. Dieses Medikament, das Acitretin, ähnelt ganz der Altransretinsäure, also dem natürlichen Abbauprodukt des Vitamin A. Es unterscheidet sich praktisch hier nur in dem ringförmigen Teil. Um zu zeigen, dass dieses Acitretin auch in vivo als Alpha-Sekretase-Aktivator wirkt, wurde es in das Gehirn von diesen schon genannten Alzheimer-Mäusen injiziert, genau stereotaktisch in den Hippocampus und dann nach 2 Tagen die Stoffwechselprodukte der Alpha-Sekretase bestimmt. Wir fanden, dass mehr von diesem APPS-Alpha gebildet wird als in Kontrolltieren und weniger Abeta-Peptide. Das Acitretin, das im Handel auch als Neotigason oder Aktivist bezeichnet wird, ist seit 1997 zur Behandlung der Schuppenflechte zugelassen. Es wird oral in den hier genannten Dosen appliziert und hat sich bei der Langzeitbehandlung auch älterer Patienten bewährt. Es darf auf keinen Fall Schwangeren, die ja normalerweise noch nicht an der Alzheimer-Erkrankung leiden, verabreicht werden, da es Missbildungen des Fötus erzeugt. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Trockenheit von Lippen, Mund und Nasenschleimhaut. Seltener kommt es zur Erhöhung der Triglyceriden, insbesondere bei Patienten, die bereits Diabetes haben. Diese Werte müssen bei einer Langzeitbehandlung daher kontrolliert werden. Unser Befund, dass das Acitretin in Zellen und im Tiermodell sich positiv auf die Bildung der Alpha-Sekretase auswirkt und dass es andererseits als sicheres Medikament zugelassen ist, hat uns bewogen, mit dieser Substanz eine klinische Studie durchzuführen. Dieses Projekt wird finanziell unterstützt von der Alzheimer Forschungsinitiative, einem gemeinnützigen Verein, sowie der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Das Hauptziel unserer Studie ist es herauszufinden, ob Acitretin auch bei Alzheimer-Patienten zu einer Steigerung der Alpha-Sekretase-Aktivität führt und ob es von den Patienten vertragen wird. Es werden Patienten mit leichter bis mittelgradiger Erkrankung mit einer mittleren Dosis von Acitretin im Rahmen einer multizentrischen, placebo-kontrollierten Studie behandelt. Das nächste Bild zeigt Analysen zum Nachweis der Alpha-Sekretase bei Alzheimer-Patienten. Das von der Alpha-Sekretase produzierte APPS-Alpha
lässt sich in der zerebrospinalen Flüssigkeit nachweisen, die aus dem Rückenmark entnommen wird. Die Proteine werden durch Elektrophorese aufgetragen, mit einem spezifischen Antikörper angefärbt, sind dann sichtbar und auch quantitativ bestimmbar. Die Alpha-Sekretase ADAM10 selbst lässt sich in Blutblättchen bestimmen. Sie kommt in zwei Formen vor, wobei die Reife ein kleineres Molekulargewicht hat. Sie sehen hier den Nachweis von ADAM10 bei zwei Patienten. Insgesamt werden an dieser Studie 76 Patienten teilnehmen, von denen 38 30 Tage lang mit Azathioprin behandelt werden, die anderen ein Placebo erhalten. In der Gehirnflüssigkeit wird nach 30 Tagen Behandlung untersucht, wie sich das Produkt der Alpha-Sekretase, das APPS-Alpha, die Amyloid-Beta-Peptide, das Protein Tau sowie Botenstoffe für Entzündungsvorgänge, hier abgekürzt IL-4 und IL-6 für Interleukin 4 und 6, in ihrer Konzentration verändern. Andere Parameter werden im Blut bestimmt. Neurophysiologisch werden die kognitiven Fähigkeiten sowie Aktivitäten des täglichen Lebens getestet. Bisher wurden 17 Patienten in diese Studie aufgenommen. Bei ihnen traten während der Behandlung keine Komplikationen auf. Bis zum Ende dieses Jahres möchten wir diese Studie abschließen. Wir benötigen also noch weitere Patienten im Anfangsstadium der Alzheimer-Erkrankung. Ansprechpartner für Betroffene und deren Familienangehörige ist der Leiter der Alzheimer-Sprechstunde in Mainz, Herr Professor Fellgiebel. Falls diese erste Studie ein positives Ergebnis zeigt und unsere Hypothese bestätigt, ist eine größere Studie über einen längeren Zeitraum mit mehr Patienten geplant. Dass es trotz vieler Anstrengungen noch kein marktfähiges Medikament gibt, was an den Ursachen angreift, hängt auch mit folgenden Dingen zusammen. Es sind zum einen die hohen Kosten der klinischen Studien, die nach Schätzung aus den USA über 100 Millionen Dollar für eine einzelne Therapie betragen. Viele der derzeitigen Studien zielen darauf ab, die Krankheit zu heilen, anstelle sie präventiv durch Medikamente zu verhindern, was wahrscheinlich leichter wäre, als bereits geschädigte oder gar abgestorbene Nervenzellen wieder zu generieren, worauf ja auch Herr Fellgiebel hingewiesen hat. Studien zur medikamentösen Vorbereitung sind jedoch noch langwieriger. Sie könnten 20 oder 30 Jahre dauern und wären damit auch eventuell noch teurer. Zum anderen wird die Entwicklung dadurch erschwert, dass bisher noch nicht alle Ursachen der Alzheimer-Erkrankung bekannt sind, die durchaus in verschiedenen Ausprägungen vorkommen kann. Deshalb müssen mehrere Behandlungsansätze kombiniert werden, die an verschiedenen Ursachen angreifen. Fast alle Tierversuche wurden an transgenen Mäusen durchgeführt, die natürlich nur mit Einschränkungen die Alzheimer-Erkrankung abbilden können. Da eine kausale Therapie bislang auf sich warten lässt, bedürfen Alzheimer-Patienten einer symptomatischen Behandlung, unserer besonderen Fürsorge und Nächstenliebe. Haben wir aber selbst die Möglichkeit, mit unserem Verhalten die Gefahr, an Alzheimer zu erkranken, zu verringern? Ich möchte hier auch noch mal auf einige präventive Maßnahmen eingehen und entsprechende Arbeiten zitieren. Durch epidemiologische Untersuchungen sind inzwischen Risikofaktoren bekannt, wie erhöhter Blutdruck, erhöhter Cholesterinwert, Diabetes, aber auch nur ein erhöhter Body-Mass-Index, sodass wir durch Kontrolle dieser Faktoren das Risiko verringern können. Auch durch gezielte diätetische Maßnahmen lässt sich die Gefahr, an Alzheimer zu erkranken, offensichtlich vermindern. Eine an mehreren tausend älteren Bewohnern in New York durchgeführte Studie zeigte, dass eine konsequente Ernährung mit einer kalorienkontrollierten mediterranen Kost, allerdings über viele Jahre, das Risiko deutlich senkt. Eine Studie aus Japan zeigt, dass langjähriger Genuss von grünem Tee
allerdings in Mengen von 8 oder mehr Tassen pro Tag. Ebenfalls ein vorbeugende Wirkung besitzt. Das ist in Japan nicht ungewöhnlich. Der neue Zweig der sogenannten Bewegungsneurowissenschaften hat herausgefunden, dass körperliche Aktivität einen besonders starken Reiz für unsere 100 Milliarden Nervenzellen darstellt. Bewegung steigert die Durchblutung in den ca. 500 Kilometer Gehirnkapillaren, die unsere Nervenzellen versorgen. Bereits ein kurzes Ausdauertraining von 15 Minuten dreimal pro Woche reduziert offensichtlich selbst noch bei älteren Menschen das Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Eine wesentliche Rolle, das haben wir schon gehört, spielen auch die Dauer der Ausbildung und der beruflichen Tätigkeit sowie breit angelegte geistige und soziale Aktivitäten, also nicht nur das Lösen von Kreuzworträtseln. Aus den ausgeführten Risikofaktoren und den Aktivitätsbilanzen lassen sich Risikoprofile erstellen. Die Indikatoren ergeben für Menschen in mittlerem Lebensalter zwischen 40 und 60 Jahren Wahrscheinlichkeiten zwischen 1 und 35%, etwa 20 Jahre später an Alzheimer zu erkranken. Ein Teil der angesprochenen Studien weist zwar methodische Schwächen auf. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass mentale und körperliche Aktivität additiv die Neurogenese bei Erwachsenen fördern. Zusammen stimulieren sie den Hippocampus, neue Nervenzellen zu bilden. Dass intellektuelle Aktivität allein leider nicht uns vor der Alzheimer-Erkrankung schützen kann, wird deutlich in den Fällen von Walter Jentsch und von Iris Murdoch. Letztere war eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen Großbritanniens und Autorin verschiedener philosophischer Werke. Von Jean Paul ist der Ausdruck überliefert: Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können. Als Dichter der Romantik wusste Jean Paul noch nichts von Proteinablagerungen, die einem diesen Zugang zum Paradies versperren können. Als Forscher und Ärzte müssen wir deshalb alles tun, um den Schlüssel zu diesem Paradies zu finden, alle nur denkbaren Therapieansätze erforschen. Wenn Sie unsere Arbeiten unterstützen wollen, besteht auch eine Möglichkeit, auf eines der Konten, die eigentlich Herr Dr. Fellgiebel zeigen wollten, des Vereins zur Förderung der Demenzforschung, eine Spende zu leisten. Und hiermit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, ist das an jetzt wieder? Ja. Okay. Jetzt habe ich es auch verstanden. Ich wollte nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, deswegen habe ich die Kontonummer nicht am Anfang gesagt. Es gibt die Alfons-Geib-Stiftung mittlerweile an der Universität. Also die Universität hat eine Dachstiftung. Hier ist ein Patient, der sehr zufrieden war sozusagen mit seiner Behandlung als Demenzpatient, oder die Angehörigen waren sehr zufrieden, so großzügig gewesen, über 1 Million sozusagen zu spenden für die Alzheimer-Forschung. Daraus ist eine Stiftung gemacht worden. Und wer da zustiften möchte, ist natürlich gerne aufgerufen, das zu tun. Es gibt auch einen Verein zur Förderung der Demenzforschung, der allerdings ein bisschen versorgungsorientiert ist, was aber nicht ausschließt, dass wir damit auch klinische Studien und Grundlagenwissenschaften unterstützen können. Wer da Interesse hat, sich bitte gerne bei mir melden. Ich habe die Informationen dabei. Da können Sie aktiv sozusagen sich an der Unterstützung der Forschung beteiligen. Aber jetzt möchte ich mich erstmal bedanken für den ganz tollen Vortrag, Herr Professor Fahrenholz, und auch nicht nur verständlich und die Grundlagenwissenschaft gut dargestellt, sondern auch den Bogen wieder geschlagen sozusagen zu dem, was für die Patienten und für uns jetzt hier relevant ist. Also was kann ich präventiv tun und wie ist der Ausblick, wo wir uns ja sehr ähnlich sind, obwohl ich ja in einem ganz anderen Bereich der Wissenschaft schwerpunktmäßig arbeite als Sie. Ich glaube, das hat sich schon ganz gut ergänzt, wo wir die Vorträge nicht en Detail abgesprochen hatten. Jetzt haben wir aber Möglichkeit zu diskutieren.
Und Sie hatten Fragen sicherlich schon mitgebracht zu den Vorträgen oder die haben sich jetzt entwickelt, sodass ich Sie jetzt gerne auffordern möchte, sich mit Fragen hier einzubringen. Bitte sehr. Was ist Parkinson? Ist das artverwandt? Parkinson ist insofern verwandt, als es auch eine neurodegenerative Erkrankung ist. Das heißt, auch eine Erkrankung, in der bestimmte Nervenzellen zugrunde gehen, früher zugrunde gehen, aber wo nicht primär die Denkfähigkeit beeinträchtigt ist. Das heißt, es ist die Beweglichkeit beeinträchtigt und die Parkinson-Patienten bekommen Probleme in der Koordination und in der Beweglichkeit. Und erst in einem späteren Stadium auch Probleme mit dem Denken und anderen Funktionen. Und dieses große Zittern, was diese Patienten haben, das ist Parkinson. Genau, das hat was damit zu tun, dass sozusagen die Koordination, es ist gut doch, dass ich Neurologie erstmal gemacht habe, Herr Junginger, um die Frage zu beantworten, dass die Koordinationszentren des Gehirns, also für die Feinmotorik, nicht richtig funktionieren, weil ein wichtiger Botenstoff, das Dopamin, was hier zuständig ist, nicht mehr ausreichend gebildet wird. Ja. Gibt's hat primär mit Alzheimer nichts zu tun. Gibt es da Medikamente dafür? Ja. Ja. Ich danke Ihnen viel. Bitte. Darf ich? Ich habe erst mal eine einfache Frage zum Cholesterinwert. Ja. Ist das das Gleiche wie bei den Herzinfarktpatienten oder bei der Herzinfarktepidemiologie? Hängt es also vom LDL-HDL-Quotienten ab oder ist es nur das Cholesterin? Das war jetzt der Wert, den Sie da gesehen haben, die 6,5 Millimol, das war der LDL-Wert, entspricht ungefähr LDL-Wert. Also 250 Milligramm. Und hilft das HDL? Hat das auch im Falle von... Ich glaube, das wurde nicht so detailliert untersucht. Ja. Die Autoren haben sich in dem Fall auf das LDL konzentriert. Ja. Und die zweite Frage, also mein Wissensstand ist der, dass man nicht weiß, wofür das APP da ist, dass es nicht nur in Neuronen, sondern in allen Zellen vorkommt. Ja. Weiß man jetzt also etwas, was das APP für eine physiologische Funktion hat? Und wenn ja, warum treten also diese Plaques nur in Neuronen auf und nicht in anderen Zellen? Ja. Es gibt verschiedene Hypothesen, was das APP bedeuten soll. Es ist also ein Oberflächenmolekül und kann mit anderen Oberflächenmolekülen zusammenwirken. Also es kann eine Rezeptorfunktion haben und kann ein Signal in die Zelle weiterleiten. Es hat also einen intrazellulären Bereich, der Signale von außen nach innen in die Zelle reinbringen soll. Also es ist an der Regulation von Zellvorgängen beteiligt. Dadurch, dass es ein Transmembranprotein ist, was nach außen zeigt und einen Bereich in der Zelle hat. Jetzt, warum gibt es nur Ablagerungen in den Neuronen? Hier ist halt die Ausstattung mit den Enzymen, Beta- und Gamma-Sekretase so, dass sich hier aus dem APP dann diese Bruchstücke herausgeschnitten werden. Es gibt einige wenige Körperzellen, die auch die APP haben und noch die Beta-Sekretase oder die Gamma-Sekretase, aber die haben nicht den ganzen Apparat, wie er in Neuronen vorkommt. Gut. Habe ich das richtig verstanden, dass die Diagnose Alzheimer, also zum Beispiel durch MRT und durch Tests gesichert wird und dass man dann zum Beispiel an dieser Studie teilnehmen kann? Genau, also wenn eine Demenz da ist, und das ist ja die Voraussetzung zur Teilnahme an der Studie, weil wir Patienten mit leichter Alzheimer-Demenz schwerpunktmäßig untersuchen, dann kann man mit MRT und der klinischen Untersuchung kann man die Diagnose stellen. Schwierig wird es, das war ja der Schwerpunkt von mir, wenn man noch weiter in die früheren Formen geht, dann ist das mit dem MRT nicht möglich. Ja. Wie unterscheidet... Ja, man will beweisen, ja, diese Medikamente werden eingesetzt zur Behandlung der Schuppenflechte, also einer Hauterkrankung. Und es zeigte sich, als wir dann bereits als Medikamente zugelassene Retinoide untersuchten, dass dieses Medikament ebenfalls in die Pathogenese der Alzheimer-Erkrankung eingreift. Das war ein neuer Befund. Und jetzt wird ausprobiert, können wir das gewinnbringend einsetzen? Bitte.
Wie unterscheidet sich die Lewy Body Demenz von der Alzheimer Demenz? Und kann man sie leicht von einer Depression abgrenzen? Genau, also die Lewy Body Demenz ist auch eine neurodegenerative Erkrankung. Da hat aber einen anderen Mechanismus, also eine andere Pathophysiologie, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen möchte. Der Unterschied ist, dass die Klinik etwas anders aussieht. Das heißt, die Patienten haben auch Parkinson-Symptome, das heißt, die Beweglichkeit verändert sich. Die haben Halluzinationen, also optische Halluzinationen, sehr früh im Verlauf. Das heißt, leicht betroffene Lewy-Body-Patienten haben optische Halluzinationen. Und sie haben eine starke Fluktuation. Das heißt, im Tagesverlauf wechselt die geistige Leistungsfähigkeit relativ stark. Wenn zwei von diesen drei Symptomen da sind und ein demenzieller Abbau, würde man klinisch von einer Lewy-Body-Demenz sprechen. Lewy war ja ein Mitarbeiter von Alzheimer und hat bei Parkinson-Patienten diese Lewy-Bodies in der Substantia nigra beschrieben. Das sind Synuklein, also ein anderes Protein als das Beta-Amyloid, Synuklein-Ablagerungen im Gehirn. Und erst später, auch erst in den 70er Jahren, hat man festgestellt, des letzten Jahrhunderts, dass diese Ablagerungen, wenn sie kortikal, also in der Hirnrinde sind, zu dieser Lewy-Body-Demenz führen. Die war ja hier auf diesem Bild mit erwähnt, weil es in den neuropathologischen Befunden wir gemerkt haben, dass es relativ häufig vorkommt. Lewy-Body-Demenz hat eine Verschwisterung mit Depressionen unter anderem. Das heißt, Menschen, die Depressionen in der Vorgeschichte haben, sind anfälliger für eine Lewy-Body-Demenz, wenn ich das so ausdrücken darf. Und im Rahmen der Lewy-Body-Demenz kommen häufiger Depressionen vor, häufiger als bei Alzheimer, wenn damit die Fragen beantwortet sind. Und wie wird sie diagnostiziert? Nur durch CT und MRT? Oder, also die Klinik habe ich Ihnen gerade berichtet. Ja. Also wenn diese Zusatzsymptome da sind, könnte man klinische Diagnose stellen. Und es gibt in der PET-Untersuchung gibt es einen besonderen Befund. Also es sind andere Areale als bei Alzheimer auch mit betroffen. Damit kann man die Diagnose relativ sicher machen, wenn man das möchte. Gut, ja. Danke. Mikro. Unter anderem mal davon, dass neue Zellen im Bereich des Hippocampus gebildet werden könnten. Ja. Was war nochmal dieser Zusammenhang? Früher dachte man, dass wir eine bestimmte Anzahl von Nervenzellen über eine bestimmte Anzahl von Nervenzellen verfügen, deren Zahl kontinuierlich abnimmt und dass wir keine durch Zellteilung keine neuen Nervenzellen bilden. Es gibt jedoch Vorläuferzellen, aus denen sich in bestimmten Bereichen des Gehirns, zum Beispiel im Riechorgan oder in Teilen des Hippocampus, neue Nervenzellen aus Vorläuferzellen bilden können. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Erkenntnis. Wenn wir die Bildung neuer Nervenzellen stimulieren könnten, dann hätten wir hier einen Weg, eventuell solche neurodegenerativen Erkrankungen ja zu heilen in gewissem Maße. Ich denke, das ist eine Erkenntnis. Vor zehn Jahren Größenordnung wurde diese Erkenntnis gewonnen. Und das ist ein ganz stark erforschtes Gebiet inzwischen. Und das Aufregende ist also, dass körperliche Aktivität den Pool erhöht, dieser Vorläuferzellen, aus dem dann neue Nervenzellen gebildet werden, aufgrund von geistigen Aktivitäten. Also das sind Arbeiten, die werden von einem Kollegen, Kempermann heißt er, in Dresden sehr intensiv betrieben. Der hat gezeigt, dass sich diese beiden Aktivitäten, mentale und körperliche Aktivität, additiv oder synergistisch auswirken bei der Bildung neuer Nervenzellen. Es gilt nicht nur für die Alzheimer-Demenz, sondern zum Beispiel auch für die Depression, wo das auch gut erforscht ist. Dass also bei der Depression auch die Fähigkeit des Hippocampus, neue Neurone zu bilden, reduziert ist. Und dann eben mit Medikamenten zum Beispiel geben die Depressionen, auch diese Neurogenese wieder stimuliert werden kann. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja, Sie hatten davon berichtet, dass die Plaques bei Alzheimer-Patienten reduziert werden konnten durch die Immunisierung. Jetzt ist die Frage, da ja keine klinische Besserung aufgetreten ist, wie ist es denn, wenn ich jetzt durch die andere Methode, die durch die andere Studie untersucht wird, wenn hier die Plaques reduziert werden, besteht da überhaupt eine Aussicht darauf, dass hier dann die klinischen Symptome zurückgehen? Das ist eine gute Frage, berechtigte Frage. Bisher ist es so, dass die Studiendesigns für diese Medikamente immer bei der Alzheimer-Erkrankung ansetzen, wenn sie klinisch manifest ist. Das hat viele
Gründe im Konstrukt, also was behandle ich, also kann ich Gesunde sozusagen mit diesen Medikamenten behandeln. Das Zweite ist, dass wir sehr leicht betroffene Patienten untersuchen und glauben oder hoffen, dass wenn man im ganz frühen Stadium, also sie sind zum Beispiel alle einwilligungsfähig, das sind alles einwilligungsfähige Patienten, also die wirklich leicht betroffen sind, dass wenn man im sehr frühen Stadium das macht und auch länger behandelt, dass man dann einen Effekt erzielen kann. Aber das ist eine berechtigte Frage. Also ich würde auch so sehen, dass wenn wir etwas schwerere Patienten behandeln und diese Behandlungsdauern hätten, wie es in den Studien bisher war, dass wir da auch keinen durchschlagenden Effekt mit hätten. Ja. Ja, bitte sehr. Zwei Dinge kurz. Vor knapp 20 Jahren hat man eine kodierende Strecke für Amyloide auf dem Chromosom Nummer 21 gefunden und liefern die mongoloiden Patienten, also Trisomie 21, einen Aufschluss, einen Beitrag. Und das Zweite ist, wir in unserer Gesellschaft hat ja das Angebot an Signalen fürs Gehirn in ganz unwahrscheinlicher Weise, also exponentiell zugenommen. Kann man das in irgendeiner Weise, das positiv oder negativ, in Korrelation setzen? Also zuerst zur ersten Frage. Man hat das APP-Gen auf diesem Chromosom gefunden, wo es drei Kopien dann gibt. Und hier sehen wir einen Dosiseffekt. Wir haben ja mehr von dem Vorläuferprotein, aus dem sich dann die Abeta-Peptide bilden. Und bei Downs-Syndrom-Patienten kommt es dann auch oft sehr früh, also früher als bei den Normalpersonen, zur Bildung von Abeta-Peptiden und zur Ablagerung, zur Bildung der Plaques. Nun werden diese Patienten meistens nicht so alt und deswegen ist das nicht so jetzt das brennendste Problem für diese Patienten. Aber das ist mit ein Beleg für die Amyloid-Hypothese, dass also die Menge des Substrats, aus dem die Abeta-Peptide gebildet wird, mitentscheidend ist für die Geschwindigkeit, mit der diese Ablagerungen entstehen. Mhm. Vielleicht die zweite Frage. Die habe ich jetzt nicht mitgekriegt, weil ich hier aktiv war. Ich wollte zur ersten Frage noch was sagen. Die Menge der Signale, die auf uns einstürmt, die hat also exponentiell zugenommen, die das Gehirn verarbeiten muss, von der Ampel über den Computer, über alles. Ob das ein Risikofaktor für eine Demenz ist? Ja, in welcher Relation man es überhaupt setzen kann, positiv oder negativ? Ja, das ist keine banale Frage. Es kursiert ja immer der Begriff der digitalen Demenz durch die Gesellschaft. Das heißt, dadurch, dass alles elektrisch ist und wir uns keine Telefonnummer mehr merken müssen und alles digital ist, verblöden wir nicht, weil wir alles sozusagen verfügbar haben. Die Realität ist wahrscheinlich gerade umgekehrt. Das heißt, wir leben in einer sehr viel schnelleren Gesellschaft, wo sehr viel mehr Vernetzung notwendig ist. Und wenn man jetzt sich in der Neuropsychologie, das ist ein ganz gutes Beispiel dazu, die Normwerte anschaut von neuropsychologischen Tests über die Jahrzehnte, ist es eher so, dass die Normkollektive heute eine bessere Leistungsfähigkeit in kognitiven Bereichen haben im höheren Alter. Das heißt, wenn Sie 60-Jährigen heute untersuchen, einen 60-Jährigen 1950 untersucht haben, sind die unterschiedlich in ihrer Leistungsfähigkeit. Also die Leistung ist eher gestiegen. Ob das jetzt, wir sind ja sozusagen, das ist ja ein exponentielles Wachstum an Medienlandschaft, wie viel davon noch verträglich ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber bisher ist es eher so, dass ein Zuwachs an Informationsverarbeitung eher zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit führt. Speziell das Gedächtnis ist allerdings jetzt hier nicht untersucht. Es kann sein, dass das Gedächtnis da nicht besser geworden ist. Zwei Fragen. Die eine ist, bin irgendwo drüber gestolpert, dass es wohl auch Arbeitsgruppen gibt, die sich jetzt mehr auf die Tauproteine und das Umfeld konzentrieren und die Amyloid-Ablagerung mehr als womöglich einen Nebeneffekt sehen. Ja. Und ist mir nicht klar, hängt das vielleicht auch irgendwie zusammen oder... Also ich hatte auf einer Ihrer Folien, Professor Fahrenholz, irgendwie einen Zusammenhang gesehen zwischen Amyloiden und... Ich habe da eine Hypothese dargestellt, dass die Abeta-Peptide binden an die Neuronen. Sie können dann vielleicht Kanäle in der Membran erzeugen, dadurch fließen Ionen ein. Und das führt dazu, dass diese Tau-Proteine phosphoryliert werden und dann
halt diese Neurofibrillen bilden. Nach dieser Hypothese wäre zuerst das Abeta da und dann die phosphorylierten toxischen Tau-Proteine. Es gibt andere Befunde, die dem widersprechen. Also hier sind zwei Lager von Wissenschaftlern unterwegs. Man spricht sogar von den Taoisten und den Baptisten. Und früher haben die überhaupt nicht miteinander geredet. Inzwischen gibt es da also wirklich auch Zusammenarbeiten. Ich hatte hier mein Manuskript auch stehen, dass ich habe ja dann, bin da nicht auf die Immunisierung eingegangen, dass also auch heutzutage gegen Tau immunisiert wird, sowohl aktiv als auch passiv. Und ein anderer Ansatz besteht darin, das wird von der Arbeitsgruppe Mandelkopf in Hamburg gemacht, die Aggregation der Tau-Proteine zu hemmen durch bestimmte Substanzen, die sie identifiziert haben. Und diese Gruppe ist überzeugt, dass sie den Schlüssel zu Alzheimer damit gefunden haben. Gut, vielleicht, ich möchte, auch wenn die Zeit fortschreitet, zwei Sätze dazu sagen. Und ich denke, dass Herr Professor Fahnholz dem auch zustimmt, dass heute Wissenschaftler, die translational arbeiten, also nicht nur sozusagen grundlagenwissenschaftlich oder nicht nur klinisch, eigentlich nicht davon ausgehen, dass das alternative Hypothesen sind, sondern dass die Taupathologie zur Amyloid-Pathologie gehört und dass es natürlich sinnvoll ist, für beide Pathologien auch Medikamente zu entwickeln, weil die Tau-Pathologie ja den Nervenzellschaden anzeigt. Das heißt, es könnte sein, dass, wenn wir mit dem Amyloid zu spät sind, das habe ich ja eben angedeutet, wir mit Tau-Medikamenten, also sozusagen, die ein weiteres Absterben möglicherweise von Nervenzellen verlangsamen und verhindern könnten, bei den symptomatischen Patienten noch eine bessere Therapie möglicherweise erbringen könnten. Also wir gehen heute nicht davon aus, dass das alternative Hypothese Thesen sind. Und die zweite Frage, wie sauber sind diese Studien bezüglich der Vorkehrungsmaßnahmen, was Alzheimer angeht? Also sprich, hat man zum Beispiel mal geguckt, ist ja, es könnte zum einen ja sein, dass geistig fittere Menschen sich mehr bewegen. Also das kann natürlich auch der falsche Schluss sein. Ist auch so. Und es könnte natürlich auch sein, dass zum Beispiel, wenn man die Geschichte mit grünem Tee nur in Japan untersucht hat, dass man dort ja auf ein Volk kommt, was mit vielleicht eigene Eigenheiten hat. Sonst wird es ein bisschen lang. Zwei kurze Antworten darauf. Das eine ist Bewegung. Es gibt eine sehr schöne in Cell, also im hochkarätigen Blatt publizierte Studie mit Alzheimer-Mäusen, die man in eine angeregte Umgebung gebracht hat. Das heißt, man hat sie aktiviert und hat sie gegen normale Käfighaltung dann untersucht und hat festgestellt, dass die angenehm aktivierten, also durch Laufräder und Spielzeuge aktivierten Alzheimer-Mäuse weniger Plaques hatten als die nicht angeregten unter normaler Käfighaltung. Das heißt, der spezifische Bevegungseffekt. Das zweite ist, in bevölkerungsbasierten Studien sieht man, dass die Bewegung unabhängig von der Reduktion des vaskulären Risikos. Man würde ja sagen, wenn man Sport treibt, dann geht der Blutdruck runter und der Cholesterinspiegel, der Body Mass Index, und das könnte ja der Effekt sein. Aber wir wissen sicher, dass Bewegung darüber hinaus einen Effekt hat. Das heißt, es ist ein additiver Effekt. Bewegung hat sicherlich einen isolierten Effekt. Also das, diese beiden Sachen kann man sicher auseinanderhalten. Ja, vielleicht zum grünen Tee. Das war eine Studie an einer großen Bevölkerungsgruppe in Japan. Und hier wurde also gefunden, dass der geistige Abbau in der Gruppe der Menschen, die also diese große Menge von Tee jeden Tag tranken, dass der deutlich reduziert war im Vergleich zu Japanern, die keinen Tee tranken. Das war dort eine akzeptierte Studie. Gut, eine Frage haben wir noch, die können wir noch zulassen, ja, weil wir müssen fortschreiten. Psoriasis-Patienten, die wegen ihrer Hauterkrankungen dieses Medikament nehmen, leiden sie seltener an Demenz? Ist nicht untersucht. Das ist eine sehr gute Frage, aber das ist nicht untersucht. Ja, können wir nicht sagen. Gut, ich würde sagen, vielen Dank. Es gibt sicherlich noch viele Fragen, aber wir haben noch einen ganz spannenden Vortrag. Und deswegen würden wir gerne Sie nicht weiter strapazieren mit Diskussionen. Vielleicht nach der Veranstaltung, wenn Sie noch eine Frage haben, können Sie ja gerne noch mal zu uns kommen. Und wir machen weiter mit Herrn Pitz. Ja, ich darf zunächst Ihnen beiden danken für die Präsentation. Und darf nun Herrn Pitz vorstellen.
Er ist Diplom-Sozialarbeiter und war 20, ist ein Mainzer Kind vielleicht, war 20 Jahre hier für das Diakonische Werk in Mainz zuständig. Er hat enge Beziehungen zur Medizin, nicht nur durch die Sozialarbeit, sondern durch die Arbeit mit seiner Frau, die Sie kennen, Frau Professor Pitz, und die ich heute hier begrüße. Sie kennen sie von vielen Vorträgen, die sie hier gehalten hat, und ist sicher Ihnen in Erinnerung auf dem Gebiet der Augenheilkunde. Sie ist nicht nur eine gute Vortragende, sondern auch eine hervorragende Augenärztin. Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Herr Pitz hat aber dann wohl das Diakonische Werk in Mainz verlassen. Es war wohl zu eng für dieses Arbeitsgebiet und ist nun bundesweit für die Öffentlichkeitsarbeit des Evangelischen Werks zuständig. In dieser Situation oder in dieser Aufgabe hat er viele Bücher herausgegeben, sich mit vielen Fragen des Menschen und des seines sozialen Verhaltens beschäftigt. Unter anderem hat er eine Ausstellung kuratiert, die das Thema hat Demenz trotz die Kunst trotz Demenz. Und ich fand diesen Katalog, den ich zufällig von Ihnen gekriegt habe, so interessant, dass ich ihn gebeten habe, uns mal gewissermaßen eine Zusammenfassung dieser Ausstellung und dieser Arbeit mit den Künstlern hier zu präsentieren. Das ist weniger wissenschaftlich als Kunstgenuss, den wir jetzt in Anführungsstrich vorhaben. Und ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Werde ich erstmal per Kabel. So, also sehr geehrter Professor Junginger, Ihnen sei herzlichen Dank für die Einladung. Sehr geehrter Professor Fadenholz, lieber Professor Fellgiebel, sehr geehrte Damen und Herren. Ich werde Ihnen heute Abend das Thema Demenz in einer für Mediziner und Naturwissenschaftler eher unüblichen Art und Weise näher bringen, und zwar mit Hilfe von Kunstwerken, die ich für eine Wanderausstellung unter dem Motto Kunst trotzt Demenz zusammengestellt habe. Dieses Ausstellungsprojekt wurde vom Stiftungsfonds Diadem des Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau initiiert, um demenzkranke Menschen und ihre Angehörigen bei der Bewältigung ihres Alltags zu unterstützen. Ein würdevolles Leben trotz Demenz führen zu können, ist das erklärte Ziel von Diadem. Angesichts der wachsenden Alterspyramide und der Zunahme demenzieller Erkrankungen ein wichtiger Beitrag zur Diskussion in unserer Gesellschaft. Um diese Diskussion auf möglichst breiter Ebene führen zu können, wurden neue, innovative Formen der Öffentlichkeitsarbeit angestrebt. Zeitgenössische Kunst ist ein ideales Medium, gesellschaftlich relevante Themen auf unkonventionelle Art und Weise zu präsentieren. Deshalb wurde ich vom Stiftungsfonds Diadem mit der Kuratierung einer Wanderausstellung mit Gegenwartskunst zum Thema Demenz beauftragt. Obwohl dieses Themenfeld relatives Neuland für mich war, fand ich sehr schnell Künstlerinnen und Künstler, die sich mit dieser Thematik befasst hatten oder bereit waren, speziell für diese Ausstellung Kunstwerke zu schaffen. Und so können wir Ihnen zwischenzeitlich über 100 Kunstwerke von 32 Künstlerinnen und Künstlern präsentieren, die sich dem Thema Demenz mit verschiedenen Mitteln und Ausdrucksformen angenähert haben. Die Wanderausstellung wurde am 1. September 2009 im Hessischen Landtag in Wiesbaden offiziell eröffnet und hat zwischenzeitlich in 20 Städten Station gemacht, unter anderem in Frankfurt, Nürnberg, Hamburg und Kassel. Und zurzeit ist sie in Bern in der Schweiz zu sehen. Der nächste Ausstellungsort ist dann Bremen ab Mitte April. Das Besondere an diesem Kunstprojekt ist, dass auch demenzkranke Künstler mit eigenen Kunstwerken beteiligt sind. Und Kunstkenner wissen um die eindrucksvollen Arbeiten von Willem de Kooning, einem der renommiertesten Vertreter des abstrakten Expressionismus, der in seinem letzten Lebensjahrzehnt an einer schweren Demenz erkrankt, einen vollkommen neuen Malstil entwickelt hat und somit dokumentierte, dass Demenz nicht ein Endstadium bedeutet, sondern sehr wohl neue Entwicklungsspielräume erschließt. Seine Late Paintings wurden weltweit ausgestellt
und sorgten für viel Furore in der internationalen Kunstszene. Nach einigen Recherchen entdeckte ich, dass auch im deutschsprachigen Raum Kunstschaffende zu finden sind, die trotz ihrer Demenz weiterhin künstlerisch tätig sind oder im Rahmen ihrer Demenzerkrankung anfingen, sich kreativ zu betätigen. Herbert Zanks, Zeitgenosse und Weggefährte von Josef Beuys, war bis zu seinem Lebensende trotz schwerer Behinderung und geistiger Verwirrung künstlerisch aktiv. Sein roter, abstrakter Sonnenuntergang, der wenige Tage vor seinem Tod entstanden ist, ziert das Cover unseres Ausstellungskataloges. Neben kunstbegabten Menschen, die selbst an einer Demenz leiden, zeigen wir auch vielfältige Positionen von Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Erfahrungen als pflegende Angehörige künstlerisch bearbeitet haben. Und darüber hinaus haben sich viele Kunstschaffende aus unserer Region sowie international anerkannte Künstlerpersönlichkeiten auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit dieser schwierigen Thematik auseinandergesetzt. Genug der vielen Worte. Kunst muss man anschauen. Und deshalb werde ich Ihnen nun einen kurzen Film zeigen, der, wie ich finde, einen guten Eindruck über die Ausstellung vermittelt. Er wurde vom SWR für die Sendung Landesart produziert und ist in der Oppenheimer Katharinenkirche, also nicht weit von hier, und im Künstlerhaus Schloss Balmoral in Bad Ems gedreht worden. So. Die Technik. Künstlerhaus Schloss Balmoral ist die aktuelle Station der Ausstellung. Ein Haus für die Kunst. Die Hausherrin Danielle Perrier. Sie hat Ergänzungen vorgenommen und ganz konkrete Wünsche an die Besucher. Es würde mich natürlich freuen, wenn Sie verstehen, dass man auch als erkrankter Mensch eine, nicht nur eine Würde, sondern auch eine Lebensfreude haben kann. Und das zeigen zum Beispiel die Fotografien von Hagedorn zum Extrem, wo sie so versunken und glücklich in sich vor einer Eisenbahn stehen. Der Hamburger Fotograf Michael Hagedorn hat demente Menschen in einer Langzeitstudie beobachtet. Hier die Tochter, die ihre kranke Mutter pflegt. Ja, das kann eben jeden treffen und jede Familie treffen. Und darum ist es auch wichtig aufzuklären, und auch so dieses Schreckensbild zu nehmen. Weil es ist nicht nur schrecklich, ja, sondern wir hatten auch ganz wunderschöne Zeiten. Also meine Mutter und ich, wir sind uns eigentlich in diesen Zeiten wieder näher gekommen. Die ehemalige Balmoral-Stipendiatin Cornelia Hössler wurde von Danielle Perrier zur Ausstellung dazugeholt. Ihr Thema, die Vernetzung der Nervenzellen im Gehirn. Meine Arbeit zeigt eben die Synapsen, die im menschlichen Gehirn sind und wie sie sich eben verändern. Also ich habe wissenschaftliche Zeichnungen genommen von Synapsen, habe die selber nochmal bearbeitet am Computer. Und das Spannende fand ich auch an den Synapsen selbst, dass sie sich durch die Vorstellung,
Form auch immer wieder verändert. Je älter man ist, umso mehr Synapsen bekommt man auch und umso dichter wird natürlich auch das Bild, also das Lebenslicht, wenn man das so sagen will, nimmt in der Hinsicht immer etwas mehr ab. Die Ausstellung will auf eine Krankheit aufmerksam machen, die jetzt schon viele betrifft und in Zukunft wahrscheinlich noch viele mehr, weil unsere Gesellschaft immer älter wird. Die Botschaft: Es gibt ein lebenswertes Leben mit Demenz, das uns ganz unverhofft berührende Momente beschert. Das war jetzt ein kleiner Eindruck. Wie gesagt, vor einem Jahr waren wir in Bad Ems. Möchte Ihnen jetzt noch einige ausgewählte Kunstwerke aus der Ausstellung erläutern. Hier auf diesem Foto sehen Sie Herbert Zanks. Herbert Zanks war, wie vorhin erwähnt, Weggefährte von Josef Beuys. Er war Diabetiker und hat das nicht wirklich ernst genommen, hat furchtbar viel geraucht, ziemlich viel Alkohol getrunken und irgendwann war es dann soweit, also man hat ihm dann wirklich kurz nacheinander beide Beine amputiert und kurze Zeit später hat er auch noch so eine Multi-Infarkt-Demenz entwickelt und was eben ungeheuer eindrucksvoll ist, Sie sehen da im Hintergrund diesen Rollstuhl stehen, er hat beispielsweise wirklich, also trotz eben dieser schweren Behinderung und trotz seiner Demenz immer weiter einfach künstlerisch gewirkt, hat beispielsweise auf die Räder des Rollstuhls Graffit geschmiert und hat sich dann von irgendwelchen Pflegekräften über solche Papierbahnen auf dem Boden schieben lassen. So sind dann eben solche Rollstuhlbilder entstanden. Im Hintergrund jetzt eben nochmal hier dieser abstrakte Sonnenuntergang, wie gesagt, wenige Tage vor seinem Tod entstanden. Dann hatte ich ja berichtet, dass es eben auch Kunstwerke von betroffenen Angehörigen gibt. Das ist hier eine sehr große Zeichnung von Karin Hörler, einer Künstlerin aus Wiesbaden, die eben unmittelbar nach dem Tod ihrer an Demenz erkrankten Mutter dann dieses Kunstwerk geschaffen hat. Also, dass Sie eine Vorstellung von den Dimensionen haben, das ist etwa 3,20 Meter breit und 2,20 Meter hoch. Und es ist eine Zeichnung, sie hat da monatelang dran gesessen und sagt selber, das war für sie so eine Art ja, von Selbsttherapie. Dann sind eine Menge sehr renommierter Fotografen und Fotografinnen in unserer Ausstellung vertreten. Vorhin wurde schon der Name Hagedorn erwähnt, das ist ein Fotograf aus Hamburg, der wirklich sehr, sehr viel Zeit mit demenzerkrankten Menschen verbracht hat und eine Menge hochkarätiger Fotodokumentationen für berühmte Magazine und Zeitschriften gemacht hat, also für Geo und für die Zeit. Hier beispielsweise ist ein Foto zu sehen, da war er mit einem demenzerkrankten Mann in einem Erlebnisbad und hat einfach ungeheuer viel lebensbejahende, frohe Bilder geschaffen. Auch eine Fotoarbeit von Peter Granser, der schon vor 15 Jahren sich mit dieser Thematik intensiv auseinandergesetzt hat. Wunderschöne Schwarz-Weiß-Fotos von Elisabeth Heinemann. Und das ist auch ein ganz spannendes Fotoprojekt. Das ist entstanden in der Einrichtung des Diakonischen Werkes in der Nähe von Offenbach. Da wurde ein renommierter Fotograf, Ralf Braum, der Persönlichkeiten aus Politik und Sport regelmäßig porträtiert, der wurde gebeten, die Besucher
dieser Tagesstätte für demenzkranke Menschen mal zu fotografieren. Und plötzlich hatte er die Idee, dass diese Menschen sich selbst fotografieren. Und Sie sehen dann, wenn Sie genau hinschauen, die haben alle einen Selbstauslöser in der Hand und haben sich eben selbst fotografiert. Und das Eindrückliche ist, dass die eigentlich alle ziemlich froh und glücklich in diese Kamera schauen. Ungewöhnlich. Hier sehen Sie eine Arbeit von Jörg Immendorf. Das hat jetzt mit dem Thema Demenz nicht unmittelbar was zu tun. Trotzdem habe ich das in die Ausstellung aufgenommen, weil es schon darum geht, wie geht man ja, mit der eigenen Erkrankung um, wie geht man damit um, dass man realisiert, dass diese Krankheit unheilbar ist, dass man sterben muss. Also hier ein Selbstporträt. Immendorf hat sich sehr oft als Affen dargestellt, wobei der Affe für ihn einfach die Freiheit des Künstlers symbolisiert. Und dann sehen Sie eben diese Engelsgestalt, das ist der Todesengel von Albrecht Dürer, die Melancholia. Und Immendorf blickt eben in diesen Spiegel mit dieser Wabenstruktur und sieht dort seinen eigenen Totenschädel und fleht eben das Schicksal an, gebt mir mein Gesicht wieder. Hier auch eine Arbeit von Immendorf, das ist eine kleine Bronzeskulptur, mutet fast kitschig an, eine Sonnenblume mit so einer kleinen Raupe. Und was man jetzt leider hier nicht sehen kann auf der Abbildung, unten steht drauf, für dunkle Tage. Immendorf litt von früher Jugend an immer wieder an schweren Depressionen und hat das quasi für sich selbst geschaffen, um sich selbst irgendwie zu therapieren. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Beitrag für diese Ausstellung, denn auch demenzerkrankte Menschen, das werden Sie ja in Ihrer Praxis tagtäglich erleben, leiden eben sehr häufig unter schlimmen Depressionen. Hier zwei sehr eindrucksvolle Skulpturen von Madeleine Dietz, Künstlerin aus Landau. Die arbeitet konsequent seit vielen Jahren nur mit Lehmerde aus ihrem Garten und eben füllt die in diese Metallgehäuse. Diese Arbeit hat sie genannt, was oben ist, wird unten sein. Madeleine Dietz hat in den letzten Jahren einige sehr, sehr eindrucksvolle Abschiedsräume für verstorbene Menschen in Krankenhäusern und Altenheimen geschaffen und arbeitet eben immer konsequent mit einfach getrockneter Lehmerde und zum Teil auch mit monochromen Lichtobjekten. Im Hintergrund sehen Sie hier zwei Siebdrucke von Günter Uecker, dem berühmten Gründer der Künstlergruppe Zero. Verletzungen und Verbindungen hat er die Arbeiten genannt. Hier vier Holzdrucke von Felix Dröse, bedeutender Beuys-Schüler, ein sehr politischer Künstler, hat 1988 Deutschland auf der Biennale mit dem Haus der Waffenlosigkeit vertreten. Und hier setzt er sich einfach intensiv mit dem Thema Sterbehilfe auseinander und es ist ein ganz klares Plädoyer gegen die Sterbehilfe. Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Also Josef Beuys hat mal in den 70er Jahren in Italien diese Schallplatte produziert. Und das ist also eine Klanginstallation, die ich Ihnen jetzt auch mal präsentieren werde. Das geht so 24 Minuten. Ich glaube, ich werde sie erlösen. Das ist leider nicht Bestandteil der Ausstellung. Das ist was ganz Wertvolles. Das hat die Frau Dr. Perrier von der Freundin aus Wien damals besorgt für die Ausstellung in Bad Ems. Das sind ganz, ganz späte Arbeiten von Louise Bourgeois, also
fand ich wirklich ganz, ganz bereichernd für unsere Ausstellung. Also kurz vor ihrem Tod entstanden. Jetzt hier sehen Sie eben nochmal diese großformatigen Arbeiten von diesem Eberhard Warns, von dem ja vorhin schon berichtet wurde. Einfach faszinierend, wie so ein Mensch plötzlich einfach anfängt, auf diese Art und Weise zu kommunizieren. Und hier auch ganz ähnliche Geschichte. Das ist eine Arbeit von Christian Zimmermann, sehr gut situierter Unternehmer aus München, der ja, im Alter von 58 Jahren dann erfahren hat, dass er an der Alzheimer-Demenz leidet. Und das Faszinierende bei ihm ist wirklich, dass er zusammen mit seiner Frau ganz offen damit umgegangen ist. Also sie haben es allen Freunden erzählt und sie haben es wirklich geschafft, trotz dieser schweren Erkrankung ein relativ normales Leben zu führen. Also das ist ja irgendwie das Wichtige. Wir erleben das ja im Augenblick, also vor einem Jahr hat sich Gunter Sachs, nachdem er diese Diagnose erfahren hat, erschossen. Aber ein Herr Assauer versucht damit offen umzugehen und es scheint einfach für ihn und auch das Umfeld hilfreich zu sein. Also sich nicht zurückziehen, es verschweigen, sondern wenn man mit so einer Diagnose konfrontiert ist, versuchen damit auch irgendwie offen umzugehen. Das sind auch wunderschöne Arbeiten von einer demenzerkrankten alten Dame, Ida Rodenacker. Sie ist übrigens die Schwiegertochter von Felix Dröse und habe diese Arbeiten eigentlich ganz zufällig entdeckt. Sie lebte in einem Altenpflegeheim und eben Felix Dröse und seine Frau haben ihr regelmäßig einmal in der Woche Blumen gebracht, weil sie einfach eine große Gartenliebhaberin war in ihrem früheren Leben und einfach viel Freude an Blumen hatte. Und dann irgendwann kam die Idee auf, weil sie ja, ihr war furchtbar langweilig im Altenheim. Und dann sagte die Irmel Dröse, Mensch, dann zeichne doch mal so einen Blumenstrauß. Und sie werden es nicht glauben, es sind dann wirklich also Hunderte von solchen Blumenzeichnungen entstanden. Und auch da sehen Sie, wenn Sie genau hinschauen, das sind nicht nur Blumen, das sind Gesichter von irgendwelchen Verwandten. Und ja, also einfach ein Beispiel dafür, ja, welche kreative Potenziale in solchen Menschen schlummern. Und es scheint wirklich so zu sein, dass im Umgang mit demenzerkrankten Menschen, also diese Erinnerungsarbeit ist sehr hilfreich und sehr wichtig, Musik, Singen, alte Lieder, im Augenblick gibt es dann auch jetzt in Wiesbaden Tanzkurse für demenzerkrankte Menschen, aber eben auch dieses Zeichnen und Malen scheint einfach hilfreich zu sein und ganz anderer Zugang, aber ich denke, spannend. Und hier sehen Sie nochmal unsere Homepage. Also wenn Sie Interesse haben, können Sie regelmäßig reingucken. Wir werden noch längere Zeit unterwegs sein. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ganz kurz noch ein Werbeblock, also in eigener Sache, wenn Sie Interesse haben, Sie können einen Katalog hier auch käuflich erwerben und es gibt noch Infomaterial zu unserer Stiftung. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Pitz. Wir lassen diese vielen Aussagen, die Sie getroffen haben und Eindrücke auf stehen und auf uns wirken. Es waren viele interessante Details, die Sie erwähnt haben und die, ich glaube, wichtig sind beim Gedanken an den Umgang mit Demenzkranken. Nochmals vielen Dank. Wir sind damit am Ende gekommen. Ich hoffe, Sie nehmen etwas mit nach Hause, was von Interesse ist für Sie.